Liebe Menschen, ich freue mich sehr auf folgendes Spiel, denn es ist etwas, da habe ich jetzt wirklich lange drauf gewartet. Ich war 20 Jahre, mehr als 20 Jahre, 25 Jahre. Es ist verdammt lange her, auf jeden Fall. Das Original ist von 98, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt kommt der, naja, ich weiß nicht genau, wo es zeitlich einzuordnen ist. Es ist ein neuer Anfang, das wird gesagt. Und ich freue mich auch drauf, aber es fußt natürlich doch schon, es steht auf den Schultern eines Giganten. Zumindest für die Leute, die es mochten. Das Original war nämlich echt schön. War auch kommerziell erfolgreich. Ist bis heute auch ein Fan-Favorite geblieben. Hatte damals eine krasse Engine, die neu war und anders. Die Voxel-Engine, heute kennt man das auch noch. Die hat es also auch ausgehalten bis heute. Und ja, es war schon immer episch. Und es war Avatar, bevor es Avatar gab. Und es ist Avatar mit Stargate vermixt. Und ein Orchester ist auch noch. Und alles findet in so einem kleinen Bus statt. Und damit fährt man durch die Pampa. Und sieht von Lavawelten bis hin zu Dschungelwelten alles, was damals auch schon quasi zu jedem Videospiel einfach dazugehörte. Insofern ist es eine Mixtur aus Sachen, die man früher gut fand und heute immer noch gut findet, an die man sich schön und warm dran erinnert. Und Sachen, die ein bisschen vielleicht aus der Mode gefallen sind, aber gerade deswegen finde ich es halt auch irgendwie cool. So, das als Einleitung. Übrigens, Welfare Verbesserung. Ja, klar, da kannst du, guck, da brauchst du nur meinen Stream gucken, würde ich sagen. Da sage ich euch schon. Wobei, vielleicht nicht in der ersten Stunde, weil das ist natürlich jetzt irgendwie auch lustig und auch bescheuert. Ihr wisst, dass ich der Mega-Fan bin. Ich hatte das Remaster auch schon gespielt vom Original. Hab da auch schon viel erzählt. Hab das 40 Stunden, finde die auf YouTube, ist auch, finde ich, ein Klick wert. Da kriegt man sehr viel mit, was an dem Spiel eigentlich besonders ist am Original. Und ich werde jetzt nicht fortsetzen, sondern neu anfangen. Was wollte ich sagen? Aber natürlich ist das jetzt Werbung, die erste Stunde. Aber ich werde wahrscheinlich auch vergessen, das Ding auszumachen. Aber danach kriegt ihr auch so eine ehrliche Meinung. Aber es ist ein Spiel, was man länger spielt. Das möchte ich noch hinzu sagen. Erfahrung mit Actionspielen, wie das bin ich dann doch schon. Aber es macht mich immer skeptisch, wenn da vier Auswahlmöglichkeiten sind. Drei sind besser. Bei vier denke ich immer, nehme ich jetzt zwei oder drei. Aber gut. Ich bin ruhig. Ich lasse euch kurz mal Wo alleine. bin ich? Ich kann nichts spüren. Wo ist mein... Hey, lass mich gehen! Okay. Also, es ist wie immer übrigens auch schon wie beim letzten Mal dann Cutter Slade, oder? Sehe ich das richtig? Der Hauptprotagonist. Und sowas finde ich eigentlich ganz geil. Da hoffe ich jetzt schon drauf, dass ich die natürlich, werden wir die auch sehen. Aber dass man da vielleicht auch drauf hüpfen kann. Also. Okay, weiter geht's. Oh, ist das fucking süß! Love it. Oh, ich will mehr von dem Ding. Genau, go. Genau, ich will mehr von dem Vieh. Die Ohrenratte. Was für ein Sturz. Das hätte mir alle Knochen brechen müssen. Und doch bin ich unversehrt. Ist das Spiel schon Denk nach, draußen? Slade, denk nach. Wie lautet die Mission, Soldat? Okay, keine Panik. Aussetzer im Hirn sind bei Dimensionssprüngen keine Seltenheit. Ja, ist heute rausgekommen, 15. März. Wenn ihr das hier als Video seht, ist es auf jeden Fall auch schon da. Und um direkt mal eine Sache zu sagen, was mir halt. Der Ort kommt mir nicht bekannt vor, verdammt. Gut gefällt es Vielleicht der wird die Ort. frische Luft meine Synapsen ankurbeln. Ja, ich gehe ja schon. Weil es hat wirklich eine extrem
crispe Oberfläche, das Ganze. Es hat irgendwie auch so einen eigenen speziellen Look. Wie kann ich habe die Demo auch schon gespielt. Ja, sei froh, dass du nicht am Strand aufgewacht bist, ohne Erinnerung. Sie behalten es so ein bisschen mysteriös. Mann, das nenne ich mal Tapetenwechsel. Wunderschön. Da muss ich hin. Da kriegt aber einer was ab. Du kennst den Weg? Ich bin direkt hinter dir, Kleiner. Also, wenn das Vieh nicht häufiger auftritt, ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat mich aber wütend, da haben sie echt eine Chance vertan. Also, wir sind natürlich Cutter Slade, der Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Der kam aber eigentlich am Ende zurück, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also muss er jetzt auch wieder gesprungen sein. Wieder zurück nach Talazar. Heißt das so? Talazar? Ich glaube schon. Wir kommen ganz sicher noch auf all die ganzen Vokabeln und Wörter und Formulierungen und Eigennamen zu sprechen. Mann, hier platzt der Schädel. Und ich weiß nicht genau, im Original war es, glaube ich, Manfred Lehmann im ersten. Also der Synchronsprecher von Bruce Willis. Kann aber auch ein anderer von den Sprechern gewesen sein. Die DSA würde einen Feldagenten nicht einfach mit leeren Händen losschicken. Irgendwas muss von meiner Ankunft hier... Natürlich ist man der Ulukai. Man hört doch nicht einfach auf, der Ulukai zu sein. Ulukai ist der Auserwählte in dieser Welt, in Teil 1. Er ist der Ulukai. Alles, was ihr wissen müsst. Deswegen trägt er auch ein orangefarbenes Shirt. Einheimische, schätze ich. Scheinen nicht schwer verletzt zu sein. Hoffentlich können sie... Nee, Lapta! Stimmt, es ist Brendan Fraser, natürlich! Schön langsam. Thorsten Münchow. Ich komme in Frieden. Grüße, sehr schön. Du sprichst Agakamon? Ich beherrsche 14 Sprachen, aber davon habe ich noch nie gehört. Schon gut, ich spreche Agakamon, klar. Zieh dein Hemd aus. Bitte was? Zeig mir das Sokrüm-Amulett. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie sage ich das am besten? Du bist ein Mensch. Ja, gut. Du hast mir was voraus. Ich weiß nämlich nicht, welche Spezies du bist. Der Ulukai sollte die Talana kennen. Also, wer bist du? Ich heiße Slade. Commander Cutter Slade. Okay, er hat wirklich alles oder vergessen bei den Jots, über, ich mache eine Trophäe aus über deiner das Land. Hand. Okay. Interessant. Okay. Kein Händeschütteln. Wir haben so viel gelernt. Das war nur nett gemeint. Pass auf. Das Wort, was du gesagt hast, weckt Erinnerung. Aha. Fingermonster. Nein, das andere Ulukai. Ich habe das Gefühl, dass wir uns begegnen sollten. Okay. Laut der Prophezeiung bringt ein menschlicher Retter das Sokrüm-Amulett zurück. Darüber scheinst du nichts zu wissen. Naja, mein Gedächtnis ist kurz abgeschweift. Offensichtlich die Backstory hinter seinem T-Shirt. Das ich gesehen habe. Die Invasoren haben die Talana versklavt und bedrohen das Land meiner Vorfahren. Ohne die Führung des Ulukai ist Adelpha verloren. Wir sind also auf Adelpha, was? Eindrucksvoll. Da klingelt auf jeden Fall was. Selbst die Spielfigur hat ich alles bin vergessen. Leers, so, was? Anführerin der Dolothai-Wächterin. 30 Jahre her. Die Invasoren haben gerade eine von uns entführt. Wenn die Jots mit dir sind, rettest du sie. Beweise mir, dass du der Ulukai bist. Ich erinnere mich nicht mehr an die Vorgaben. Also gut, du gehst vor, Leas. Ja, sie müssen natürlich wirklich sowohl die alten Leute als auch die jungen Gamer abholen und wollen aber trotzdem vielleicht die Geschichte auch weitererzählen. Also es ist schon, eigentlich finde ich das auch cool, es ist wirklich ein krasser Spagat, das so zu Reimagination, aber dieselbe Timeline beizubehalten. Aber es wäre auch bescheuert gewesen, dasselbe jetzt nochmal zu erzählen. Aber vielleicht tun sie das ja in gewisser Weise mal abwarten. Ich mag auf jeden Fall den Flair, die Grafikstil. Und wenn euch das gefällt, alles ist so. Keine Sorge. Die Eindringlinge haben den Gefangenen zu ihrem Außenposten gebracht. Mögen die Jots deine Faust leiten, Mensch. Die Faust? Du leist mir nicht mal dein Speer. Ich werde die Prüfung nicht beeinflussen.
Das klingt super. Bitte sag mir, dass die Eindringlinge bloß ein paar Kokosnüsse auf mich werfen. Schnelle Boomerang-Feuerblitze, die einen umkehren. Sind das Kokosnüsse? Ja, nicht ganz. Ich meine, da hast du natürlich recht. Teil 1 war, was Grafik angeht, lustiger, weil das diesen extremen Voxel-Look hatte. Das war schon ganz weird. Also, das kann man heute auch spielen und immer noch irgendwie auch lustig und interessant finden. Aber das ist ein Look, den man ganz selten gesehen hat damals und eigentlich seitdem nur noch vielleicht heute mal in so, weiß ich, kleineren Indie-Spielen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist natürlich jetzt keine Voxel-Engine. Dann suche ich mal diese Dolotei-Wächterin. Bewegung soll ja gut fürs Hirn sein. Aber immer, wenn viel mit der Umgebung verändert wird, dann ist es auch, kann es gut eine Voxel-Engine sein, glaube ich. Bin halt überhaupt nicht der Kompetenteste dafür. So, wir machen das erstmal, sammeln nebenbei ein bisschen ein. Das ist immer das Erste, was man machen sollte auf einem fremden Planeten. Direkt jede Pflanze einmal kosten. Ah, diese Stachelranken, die sehen auch sehr genüsslich aus. Die könnte man gut essen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel Delicious in Dungeon gesehen. Kann ich euch sehr empfehlen. Feiere ich wirklich sehr auf Netflix. Sehr angenehme Dungeon-Kochsendung. Mit welchem anderen bekannten Spiel könnte man das am ehesten vergleichen? Naja, es ist natürlich Open World, aber in diesem Fall instanziert, würde ich sagen. So war es zumindest früher, dass die Welten ein bisschen getrennt waren durch Stargates, Portale. Die ganze Welt ist quasi technologisch und so ist die teilweise auf einem hohen Stand, aber gleichzeitig auch sehr traditionell. So was habe ich noch nie gesehen. So Reisbauern und so, jetzt mal ganz plump gesagt. Es gibt also auch noch wirklich normale Landwirtschaft, aber eben auch solche Sachen. Wobei, das ist schon alles so ähnlich. Aber es kann auch sein, dass das jetzt wieder eine ganz andere Technologie ist. Ne? Also es gab natürlich in der Vergangenheit eine andere Geschichte. Beeindruckende Technik. Ich sollte vorsichtig sein. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie jemand, der hier was aufgebaut hat. Aber ein bisschen kennen wir ja die Geschichte auch schon durch die Demo. Und das hat mir, um mal kurz jetzt, ich höre dann auch kurz auf wieder. Ich wollte natürlich ein, zwei Sachen so die Leute abholen. Aber das macht das Spiel ja eigentlich ganz gut. Eine Sache noch. Ich finde das echt einfach geil, wenn so eine schöne atmosphärische Skybox da ist. Ich weiß, das ist jetzt nichts Besonderes, aber es macht mir einfach immer wieder Freude, wenn ich mehrere Planeten sehe, irgendeine Konstellation, irgendwo ist was. Und in dem Fall habe ich auch nur diese, ich sag das ja immer, ich will gerne in meinen Welten irgendwie schöne Optik haben, irgendwas Schönes sehen. Bin jetzt nicht so der Fan von dieser Elektronik immer, weil die immer gleich aussieht. Sie sieht jetzt hier auch nicht schlecht aus, aber im Grunde haben wir das alles schon mal 100-mal gesehen. Aber die Welt ist halt toll, finde ich. Und so ein bisschen Technik muss wahrscheinlich sein. Diese Bots haben ihre gerechte Strafe bekommen. Ob die Dolotei-Wächterin sie wohl ausgeschaltet hat? Ich bin noch sehr auf Loot-Modus, weiß aber gar nicht, ob das hier im Moment schon Sinn ergibt. Ich laufe einfach erstmal weiter. Und guck mir jetzt zwar alles an, aber mach kein einziges Lebewesen hier. Wie diese Invasoren wohl aussehen. Das erinnert mich ein bisschen an, kennt ihr Yantenna natürlich noch, ne? Wenn ihr mich kennt, kennt ihr vielleicht auch die Yantenna-Reihe von uns bei Rocket Beans. Und man muss das ja manchmal so alles verbalisieren, was man denkt. Und es ist auch nicht schlecht so, nur es ist so, es erinnert mich total an Yantenna. Ein bisschen wie ein Hörspiel. Einheitsgröße. Siehste, Iron Man hat bestimmt 3 Versuche gebraucht. Er checkt das direkt. BFA Jetpack Modell 3000. Okay, das ist geil. Das ist so viel besser als zu springen. Okay, das ist wirklich ein cooles Gefühl. Das hätte ich auch gerne. Und das kann man, glaube ich, auch noch tunen. Ich habe das ja in der Demo schon anders gespielt. Also da kann man auch relativ gut damit umgehen. Ich sollte weitergehen. Ich muss in der Nähe sein. Das Einzige, was mich bei allen Spielen mittlerweile nervt, ist, dass man noch manuell looten muss. Ich weiß, es ist ein bisschen First Gaming World Problem, aber ich möchte nichts mehr manuell aufheben. Ich möchte so einen Sauger, der automatisch alles einsaugt. Ich habe keine Zeit. Nobody got time for that. Ist doch wirklich so. Mal ausweichen, nochmal springen. Okay, Alter. Das habe ich gar nicht in der Demo so mitbekommen, oder?
Das ist schon cool. Noch eins von diesen Gebäuden. Ich muss da rein. Ah, hier, ne? Es ist aber wirklich auch ein Spiel, wo man immer wieder mal auch verleitet wird, sich so einfach alles anzugucken. Die Musik, ne, das Orchester. Manchmal überlegt man ja auch, wo soll ich jetzt eigentlich hin? Wo ist denn die nächste, der nächste Stützpunkt? Also um auch eine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen. Ja, man kann es halt schwer, finde ich, du kannst es halt mit dem Genre vergleichen der Open-World-Spiele. Die gab es damals aber so noch nicht, diese Exploration-Open-World-Spiele. Deswegen hat das teilweise auch noch andere Regeln, nehme ich mal an, als jetzt ein Far Cry heute oder so. Toll. Was jetzt? Ich muss diese Tür irgendwie öffnen. Nein, das glaub... Entschuldigung. Das kann ich ja nicht glauben. Das ist nicht dein Ernst. Goldener Schritt nicht der goldene Schritt. Wichtige Unterscheidung. Schreibt, es gibt zum Game Jan Tenner, exklusives Hörspiel in der Welt Outcast in New Beginning. Das ist ja geil. Also Jan Tenner kommt in diese Welt auf hier Talasar. Aber ich meine, ja, er ist ja Jan Tenner. Der löst doch sofort mit seiner Faust und seinem Gehirn alle Probleme. Und der Serum-Auswahl vom Professor. Da gibt es auf jeden Fall gar nichts mehr zu machen. Das fände ich aber jetzt mal geil. Ich warte ja schon so lange auf ein Jan-Tenner-Spiel. Ich meine das jetzt völlig ernst. Ich halte das wirklich für ein gutes Potenzial. Es hat in meiner Ansicht nach, wenn man es gut macht, enormes Potenzial für viele Sachen alles, eigentlich. Was ich bisher gesehen aber mich fragt ja keiner. Ich darf es ja nie schreiben. Mich fragt ja niemand von Kiddix, wow, ob ich vielleicht einen Jan-Tenner-Film mal schreiben will. Ich will! So. Ich bin okay, ruhig. Versucht es jetzt mal. Das ist das Schild, das wir ja auch schon kennen. Oh, schöne Lichtgeschichte auch, aber nur in der Zwischensequenz. Passiere die Geschütztürme mit Hilfe deines Schildes. Da bin ich jetzt endlich im Schilde. Hacke. Das Schildgerät reagiert darauf. Nee, da muss ich wahrscheinlich doch irgendwas machen. Okay, lieber Computer. Was passiert, wenn ich diese Tasten drücke? Okay, ich wusste doch, dass da etwas kommt. Ja, klar. Irgendwie geil. Also, es ist wuchtig. Ich spiele übrigens, weil das gefragt wurde eben. Hier die Frage im Chat. Es würde wirklich gefragt. Das ist jetzt nicht, ich bild mir es nicht ein. Guck's nach. Weil das ist eine ganz gute Möglichkeit, um kurz mal das nochmal zu erwähnen. Wenn ihr nämlich ein Thrustmaster-Pad euch antun wollt, es sind sehr, sehr gute Pads, finde ich. Die können hier, die haben diese Möglichkeit, das rauszunehmen tatsächlich und andere Sachen reinzusetzen. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Und die könnt ihr da eben kaufen über meinen Link und so auf Twitch und so. Wichtig ist aber meiner Ansicht nach, dass ihr dann diesen Code benutzt. Das nur kurz nochmal gesagt, ist ja mein Perma-Sponsor. Und hab hier auch wirklich ein Lenkrad stehen. Gut gemacht, Slate. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, was Leas Freundin angeht. Ich muss sie schnell finden. Oh, was würde ich denn dafür geben, so ein Ding zu haben in echt? Aber ich glaube, das ergibt nur Sinn mit so einem Exoskelett, was abfedert am Ende. Weil ansonsten sind deine Knie... Oder? Das bin ich mir... Das sind ja permanente... Sprünge aus 3 Meter. Deine Wirbelsäule wird da zusammengestaucht wie so eine alte, ausgeleierte Ziehharmonika. Nee, doch Ziehharmonika. Wenn du da das irgendwann... Cutterslade fing an, 1,95 groß. Wir haben ihn jetzt hier endlich vor der Kamera. Er ist 1,22. Und einfach mehr so, er sieht aus, als hätte man den Fernseher falsch eingestellt. So. Am Abend bist du 15 cm kleiner. Du vielleicht. Shit. Da
ist ja gut. Ich will doch hauen. Ich weiß, es wurde gerade gesagt. Aber irgendwie habe ich jetzt alles ausprobiert. Und zwar L2, R2 und R1. War es vielleicht X? Es war X. Ja, ich weiß, ich passe ja jetzt schon besser auf. Lüge. Es wurde im Original übrigens auch geballert. Aber jetzt wird hier, glaube ich, erstmal Nahkampf erhöht. Cool. Es gibt eine Demo für die PlayStation 5, falls ihr Bock habt darauf. Da ist sie. Auf was zu? Das geht nicht. Das lasse ich nicht zu. Und sie auch nicht. Er. Ich hab keine Ahnung. Alter! Das ist nicht okay. Hättest du in der Zeit mal geballert, statt dich umzugucken? Was war das denn? Zentrale an Alpha 32. Haben eine Explosion im Thermalnetz registriert. Erbitten Status. Oh nein. Nein. Tja. Kann ich sagen? Alpha 32, bitte kommen. Commander, werden Sie angegriffen? Bitte kommen. Menschen. Die Invasoren sind mein Volk. Es wird Spaß machen, das Leers zu erklären. Das brauchst du wohl nicht mehr, Kumpel. Ich hab mal leiser gemacht, es war ein bisschen laut, aber ihr müsst einfach in Zukunft sagen, das war schon gut, dass du das jetzt gerade sagst. Ich weiß ja nie, wie das so rüberkommt. Ich hab's ja hier mit Kopfhörern und nochmal anders eingestellt. Aber es war jetzt nicht zu laut. Es war schon ein bisschen laut, ne? Mal sehen, ob der Scanner noch läuft. Also sagt, ich kann's auch wieder lauter machen, aber sagt mal Bescheid. Verdammt, Röntgenblick. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Nee, da. Nee, da. Nee, da. Da. Ja. Are we the baddies? Das ist tatsächlich die Situation, wobei das ja auch irgendeine Rogue Military Organization sein kann. Irgendein Söldner in Zusammenhang mit irgendeinem Wissenschaftler, der eigentlich geschasst gehört, aber dann zu brillant ist. Aber was genau finden die denn hier so reizvoll, außer Tourismus jetzt? Dass die da so ein Geheimnis draus machen müssen. Und warum können die sich scheinbar an Sachen erinnern und er nicht? Wo kommt dieser Bock her? Oh, diesmal geht's zur Sache. Oh, ich mag das Trefferfeedback. Ernsthaft? Das ist ein gutes, das hat so ein. Zack, 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 zack. Also auch passt auch zur Waffe, aber es hat auch so ein kleines Knistern. Du siehst so, wie die leicht drauf reagieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mir einbilde, aber ich habe das Gefühl, zwischen den Vibrationen des Ballerns spürt man auch noch so einen leichten Klick für den Treffer. Das wird gern unterschätzt, dass so ein kleiner, irgendwie so ein Trefferfeedback auch als Vibration nochmal echt was bringt. Ist wahrscheinlich auch schwer, das alles so ich zu machen, habe ein aber. Ganz mieses Gefühl. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Tja. Jetzt bin ich aber wirklich mal ein bisschen ruhiger. Die geben sich offensichtlich Mühe, hier nach und nach eine Story-Perlenkette zu knüpfen. Und da muss ich nicht meinen Scheiß dazwischen. Naja, muss ich eigentlich schon. Doch. Komm. Nur ein bisschen.
Scheiße, Lady, ich hatte es fast. Du hättest dich nicht opfern müssen. WFA? Das ist die Armee. Warum habe ich das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen? Die WFA? Nutzt jetzt die Bieten? Da ist doch kein Reden. Siehst du das? Voll die Tarantino-Einstellung. Ja. Wie schaltet man das Ding ab? Hä? Verdammter Wilder! Sprich! Gaza, meine Junor! Falsche Antwort und falsche verfluchte Sprache. Nochmal! Was nützt du uns, wenn du unsere Sprache nicht lernst? Sir, es gab einen Angriff. Was? Wo? District 54. Kein Kontakt mehr mit den stationierten Droiden. Schickt ein Reparaturteam und aktiviert die visuelle Überwachung der Hauptanlage. Mae Lapta! Mae Aniosak! Bei diesem Geplapper wird einem ja schlecht! Sie verbergen etwas. Ich will wissen, was. Und bringt den nächsten Gefangenen. Na Alter, war das wirklich jetzt notwendig? War das jetzt wirklich? Was hat denn der Nächste, was der jetzt nicht hat? Alter! Wer sind diese Leute? Warum sind sie in meinem Kopf? Evil Picard! Warte! Ja, das ist wirklich ja. Picard aus der Schattendimension. Das ist ein guter Gedanke. Also, war es doch kein Traum? Wenn du es willst, ist es kein Traum. Okay, jetzt mal hier dem Doch hinterher. Dad, bist du das? Was? Ich bin Vater? Daddy? Wo bist du? Hier drüben. Bleib dort. Ich komme zu dir. Wo zur Hölle bin ich? Lass dir doch nicht einfach ein Kind aufschwatzen. Das ist nicht fair. Ich kann doch nicht von Daddy und Mami verlassen werden. Du weißt, ich will nicht, dass du in Daddy bleibst. Commander Slade kommt auf die Mission, um Mami und ihre Freunde zu beschützen. Dann will ich auch mitkommen. Es ist zu gefährlich, Kleines. Keine Sorge, ich bin im Nu wieder zurück. Versprochen. Das hat Daddy auch versprochen. Camilla. Kurz nach Talasa, Kippen holen. Tut mir leid, Mami. Ist schon gut. Ich hab dich lieb. Hat er auch gesagt. Das ist natürlich ärgerlich, wenn das alles ist, woran man sich erinnert. Ich habe eine Tochter zu Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Sie braucht mich. Ja, aber es gab sicher einen Grund, dass du hier bist. Er ist ja offensichtlich durch das Tor entweder geflüchtet, gefallen, aus Versehen gestolpert oder halt bewusst durchgegangen. Sonst wäre er ja nicht hier. Also ihn wird sicher keiner einfach durchgeworfen haben, ohne dass da am Ende jemand auf ihn wartet. Um ihn abzuholen, also als Gefangener oder so. Das heißt, er hat es ja gewollt. Oder er ist, wie gesagt, aus Versehen mit dem Kaffee oder so. Er ist doch reingestolpert. Wie in Harry Potter in diesen dieses Todestheater-Tor oder was das war. Das Spiegel? Ist alles andere als gewöhnlich. Ich bin ruhig. Leas! Leas! Du! Aber ich habe dich in der Explosion umkehren sehen. Ich bin zurück. Keine Ahnung wie. Deine Wächterfreundin hatte leider weniger Glück. Sie hat viele Invasoren erledigt, bevor ich zu ihr konnte. Ihr Opfer macht uns stolz. Ihr Phandasma sei gesegnet. Und gesegnet sei der Ulukai. Die Prüfung war ein Erfolg. Du hast bewiesen, dass die Jots dich schützen. Geil, Tutorial bestanden. Ich habe jetzt hier mein erstes, meinen Freischwimmer habe ich bekommen. Seepferdchen.
Jetzt haben sie sich diesen Titel auch wirklich verdient. Nur fliegen dürfen sie noch nicht. Das kommt in 3-4 Stunden. Denke ich. Ich weiß nicht, vielleicht auch. Das muss kommen. Also das muss eigentlich schon kommen. Dass man da rum... Also man kann ja auch schon mit dem Jetpack fliegen. Warum halten wir an? Ich brauche ein Portal in meine Dimension. Ich habe eine Tochter und... Ich habe auch eine Tochter. Und ich will nicht, dass sie leidet. Die Jots wollen, dass du die Monster beseitigst, die uns Talana unterdrücken. Hör mal. Ich muss dir etwas über die Monster sagen, die euch bedrohen. Ich weiß alles über sie. Die sind giftiger als die Nekarpest. Wir sollten sie alle auslöschen. Ach komm, das ist etwas überzogen. Es muss auch Gute unter ihnen geben. Keiner verdient Mitleid. Sie haben meinem Volk Furchtbares angetan. Aber verzeih meinen Zorn, Ulukai. Du wolltest mir etwas erzählen? Nein, ach doch, gar nichts mehr. Mein blödes Gedächtnis. Ja, nach Hause? Wie komme ich wieder in meine Dimension? Nur die Almael kann diese Frage beantworten. Aber Kizar ist eine verbotene Insel. Klingt nach einem Mord für mich. Wo geht's lang? Die Insel ist von einem gewaltigen Helidiumschild umgeben. Wir nennen ihn den Speer. Nichts kann ihn durchdringen. So wollen es die Jots. Deine Jots machen es mir echt nicht leicht, was? Vielleicht gibt es einen Weg. Die Kinder von Kizar leiden an einer rätselhaften Krankheit. Und die Almael hat die Shamas geschickt, um sie zu heilen. Sehe ich aus wie einer dieser... Shamas? Nein, aber du könntest einen überzeugen, dich der Almael vorzustellen. Okay, Shamas. Aber das musst du dir erst erinnern. Ah ja, Yel. Warum stellst du mich hier nicht vor? Und ich dann der andere Bubatz, dem dann noch helfen. Ich werde dir gar nichts waschen. Außerdem sind Dolothai-Wächterinnen nicht länger in Kizar willkommen. Also, wo fange ich an? Im Meer ist das nächste Dorf. Frag nach dem Shamas Nemet. Verstanden. Oh, du solltest dieses Gerät tragen, so können wir in Kontakt bleiben. Comlink-Synchronisierung. Synchronisierung abgeschlossen. Aber was ist mit den Invasoren? Jetzt ist sie mit irgendeinem anderen Tier, ja, mit irgendwas völlig anderem verbunden. Weil es niemals auf einmal so schnell geht, glaube ich nicht. Die ist jetzt irgendwie mit dem Papageien-Alien von drüben verbunden, der sein Bluetooth offen hatte. Die ist jetzt mit dem Fernseher verbunden von irgendeiner Station, von so einem Soldaten da hinten. Und alle wundern sich, vom Fernseher läuft dann immer Cutterslate, wie er sagt, okay, ich bin bei der Basis, ich schleiche mich jetzt an der Ecke mit dem Wachturm links vorbei, hoffentlich sehen sie mich nicht. So würden Comedy-Filme laufen, wenn ich Regisseur wäre. Nee, will ich nicht, wenn ich was schreiben könnte, was die dann kaufen. Das Showrunner. So, also was ist jetzt hier? Ich laufe hier lang. Gut, ich kann springen, hüpfen und ausweichen natürlich. Aber das sieht auch cool aus, Mann. Vor allem in Verbindung mit dem ganzen anderen Gebimsel. Ich meine, das ist ja nun mal das erste Mal das Wichtigste, dass man sich mächtig fühlt durch die Gadgets, auch die man hat. Siehe Control, was meiner Ansicht nach auch das richtig gut macht. Übrigens, kleiner Tipp, nur wirklich wichtiger Tipp in dem Fall. 1,50 Euro für den ersten Teil. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Classic-Variante ist oder die Remastered, ob die eine quasi runtergesetzt ist oder die andere, weil sie halt älter ist, so günstig. Aber es ist auf jeden Fall in beiden Varianten ein guter Deal. Weil das echt, da habt ihr einfach wirklich, also mindestens 20, eher 30 Stunden, ja, halt beste, wirklich so Hollywood-Unterhaltung der damaligen Zeit auf jeden Fall. Sowohl durch die Stimmen als auch einfach das Orchester und diese Präsentation und dieses Stargate-Feeling. Das ist irgendwie zeitlos. Oh, es geht sogar um das Remastered. Also 1,50 fürs Remastered solltet ihr euch wirklich mal überlegen. Ich wollte direkt mit dem Schwert ihn zerteilen vor seinen Kindern oder, nee, vor den Fischen. Hey, Kumpel. Vielleicht kannst du mir helfen. Solam. Koyo Sayat? Oh, nee. Mayene Yunor. Oder vielleicht auch nicht. Mae Guita Neogae. Adrik Ha Nekar. Xaha Gwadron. Sorry, Kumpel.
Ich verstehe gerade kein einziges Wort. Das ist eine gute Frage, weil die kann ich, glaube ich, sogar beantworten. Wie ist der Urukai im ersten Teil auf diese Welt gelangt? Lias. Slate an Lias. Bist du da? Wo genau meinst du mit da? Das könnte überall sein, Urukai. Nein, das bedeutet, hörst du mich? Dann sag einfach direkt, was du meinst. Also gut, pass auf. Ich habe hier ein ernstes Verständigungsproblem. Ich verstehe kein einziges Wort von den Talanern. Du sprichst Agakamon, Urukai. Nur Shamas und Dolotai-Wächter wie ich lernen diese verlorene Sprache. Die Muttersprache der Talaner ist Agasorg. Das erklärt alles. Danke, Lias. Slate Ende. Oh, hier diese geilen Datteln. Riesige Alien-Datteln. Ey, was ist hier los? Ja, ich muss natürlich jetzt auch die Sachen nutzen, oder? Sammel es ein, die Drops. Oh, diese Datteln. Das ist auch so eine geile Sitzdattel, ne? Da könntest du so richtig dich so reinsetzen. So, die Beine hochlegen. Irgendwie so. Ich krieg's halt gerade nicht hin. Aber wenn du die richtig behandelst und die irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht, düngst und den ganzen Schleim und Sud da immer rausmachst und vielleicht diese Zapfen da irgendwie auch noch so kürzt, dass die halt nicht so stören. Vielleicht sind die aber auch gut. Kannst du dich da so reinlegen? Oh, kommst du vorbei? Ich habe so neue... Also neue Donut... Sitz-Couch-Welt in meiner Bude. Entschuldigung, ich höre schon auf. Aber ich finde das gar nicht so uninteressant. Ich habe vor kurzem so einen... Es gibt ja so aus den 70ern, glaube ich, so einen ganz bekannten Stuhl, der nur aus so Stäben besteht, die aber halt irgendwie cool designt sind, individuell, und du kannst dich da wirklich so reinsetzen und die halten dich natürlich irgendwann in einer gewissen Position. Und da dachte ich mir, da würde ich gern mal reinsitzen. Ich würde einfach gern mal wissen, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Rein in meine Tasche, du Dingsbums. Rein in meine Tasche, du Dingsbums. Das denke ich mir jeden Morgen, wenn ich die Hose zumache. Okay, will ich das? Das ist also direkt hier diese Instanzisierung, ne? Ist halt nicht ganz Open World. Nehme ich jetzt mal an, aufgrund der Geschichte. Oder vielleicht darf ich da nur nicht hin, ich weiß es nicht. Aber ich soll ja erstmal hier hin. Nach Emea. Das ist Emea. Suchen wir Shamas Nemet. Oh. Auch schön gemacht, ne? Was sind das? Pagoden. Diese komischen Alien-Pagoden. Talana-Pagoden, ja. Bisschen Ewok, mit einem Hauch Ewok. Und sind nicht auch die Dings, ne? Die Wookies? Auf Kashyyyk? Sind die nicht auch in den Bäumen? Oder bilde ich mir das gerade ein? Wir werden es erfahren. In wenigen Minuten wird es jemand im Chat sagen. Katar spricht sehr oft mit sich selbst. Ja, deswegen wird er auch immer alleine losgeschickt. Keiner will mit ihm. Katar, halt doch mal die Fresse jetzt. Keiner will mit ihm. Deswegen ist er ein Einzelgänger. Hi, kannst du mir helfen? Koyo Sayat? Meine Yono. Ja, die leben auch in Bäumen. Wusste ich's doch. Hallo. Von Kotor. Ich hab ein paar Fragen. Mene Sayat Agakamon. Ja, oh, sorry, aber es ist offensichtlich die einzige Sprache, die sie verstehen. Ich bin der Urukai, ich bin super wichtig. Hi, kannst du mir helfen? Koyo Sayat? Bist du wahnsinnig? Hast du hier einfach rumgeballert? Habe ich jetzt mal völlig frei übersetzt. Da ist er. Der Shamas. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche den ansässigen Shamas. Katagisai, allmächtige Jotz.
Du sprichst perfektes Agakamon, die verlorene Sprache von Kasars falscher Prophezeiung. Wer bist du? Zum Glück verstehst du mich. Ich heiße Cutter Slade. Hast du vom Ulukai gehört? Ulukai? Keine für Big Deal. Tut mir leid. Dieser Moment ist seltsam. Ich habe seit vielen Monden kein Agakamon mehr gesprochen. Ich bin Nemet, Shamas von Emea. Sehr erfreut. Pass auf, Leas schickt mich. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich höre. Jetzt wird es vor allen Dingen interessant, nicht nur, weil er mich heilen kann, sondern auch, weil wir sehr viel im Spiel reden können. Ich werde mich aus vielerlei Gründen, die ich immer wieder auch mal erzählen werde, ein bisschen versuchen zu reduzieren, weil ich mir sonst alles anhören würde. Und das würde ewig alles dauern. Ich würde gerne ein bisschen durchkommen, dass man auch in der Story weiterkommt. Ich werde jetzt natürlich alles so fragen, aber man kann wirklich im Spiel nahezu jeden zu allem befragen und manchmal findet man wirklich auch noch besondere Aussagen oder so. Also es ist nicht irgendwie ständig nur dasselbe oder so. Und ich fand das bisher immer sehr schön. Und man braucht es oft auch für die Quests. Also es geht oft schon darum, dass man eben wie in Shenmue oder so rausfindet, wer wo wichtig ist und mit dem dann eine Aufgabe löst oder der einem sagt, was die nächste Quest ist und so. So, aber trotzdem wollen wir ein bisschen was schon wissen. Meinst du, die Invasoren können geheilt werden? Gute Frage. Ich erkenne kein Phantasma in ihnen. Wesen ohne Phantasma können nicht durch das Phantasma und die Jots geheilt werden. Ich mach mal das Glossar. Sie können auch nicht umgekehrt werden. Hast du versucht, sie zu heilen? Ich halte mich lieber von ihnen fern. Vermutlich würden sie mich umkehren. Auch wenn sie nicht bluten, könnt ihr sie töten. Vertrau mir. Du klingst entschlossen. Reden dort, wo du herkommst, alle auf diese Art? Moment. Das interessiert mich nicht. Ich war Was? Länger nicht mehr zu Hause. Moment. Das interessiert mich ja gar nicht. Dann weggehen. Das generell macht man sich Freunde auf jeder Party. Ich will... Hör zu, das klingt jetzt verrückt. Aber eure Götter, also die Jots, haben mich aus einem Grund auf euren Planeten gebracht. Ich wüsste gerne, was der Grund dafür ist, damit ich zurück zu meiner Familie kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mit der Almayel reden. Nur Shamas können außerhalb von Okastok nach Kizar eingeladen werden. Und ich bin ein Shamas. Fantastisch. Dann pack deine Butterbrotdose. Wir gehen in 10. Ich habe den Ruf der Almayel vernommen. Die kranken Kinder Kisars müssen geheilt werden. Doch was kann ein Shamas tun? Der Weg nach Kizar ist lang und voller Invasoren. Du überlebst vielleicht, doch ein Shamas würde sicher umgekehrt werden. Pass auf, wir können hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sobald wir in diesem Kizar sind, können wir auch überlegen, was wir wegen der Kinder machen. Wir? Der Speer beschützt die Insel vor allen Eindringlingen. Und die Almayel kennt dich nicht. Es tut mir leid. Die Almayel wird dich nicht empfangen. Und genau deswegen brauche ich dich, um hineinzuhuschen, mit der Almayel zu reden und herauszufinden, wie ich nach Hause zu meinem eigenen Kind komme. Du hast nämlich genau recht. Hier geht es um unsere Kinder, oder? Wenn man die Daokas reaktivieren würde, ich glaube, ihr nennt sie Portale, oder? Ist das der korrekte Agakamon-Begriff für Daokas? Wie auch immer. Die Reise von Emea nach Kizar wäre dann einfach. Wusch! Nichts weiter als 3 Atemzüge. Zu dumm, dass Häuptling Hatsu es nicht erlaubt. Die Invasoren haben nämlich unser Daoka deaktiviert. Er will sie nicht noch mehr provozieren. Hey, die Oberschicht zu provozieren ist genau mein Ding. Ich kann helfen, euer Daoka zu reaktivieren, wenn es uns nach Kizar bringt. Dir zu helfen geht gegen den Befehl von Häuptling Hatsu. Man könnte mich als Verräter sehen. Aber die Kinder gehen vor und die Talaner sind ein dankbares Volk. Wir belohnen heldenhafte Taten. Hilf uns mit dem Daoka, dann werde ich, wie sagt ihr, dein Vorhaben verfechten. Vor Hatsu und der Almayel. Sagt man das so? Das klingt nicht richtig. Passt schon. Bist du sicher, dass wir überhaupt einen Daoka brauchen, um nach Kizar zu kommen? Du vielleicht nicht. Aber diese alten Beine schon.
Hol den Kern zurück, den die Invasoren gestohlen haben. Dann werde ich dich der Almajel in Kisar vorstellen. Alter, ich muss jetzt kurz mal eine Minute durchatmen. Die Butterbrotdose hat mich gerade völlig zerrissen, weil es so trocken kam und so eine... Es ist ein super tolles Wort. Butterbrotdose. Ich meine, wie kann er denn ernsthaft, auch nur scherzhaft denken, dass der Typ weiß, was er damit meint? Dann pack deine Butterbrotdose und los geht's. Alter, ey, es ist einfach so gut, aber das war schon immer so. Das war im Original auch schon so. Und er hat halt einfach nichts dazugelernt, obwohl er schon ein Spiel hinter sich hat. Das, dieses wörtlich nehmen, ist halt so das Meme zwischen seiner Art der Kommunikation, weil früher war es halt, wie gesagt, die Stimme von Bruce Willis, war genauso flapsig, hatte auch genau diesen Style. Es war wirklich ähnlich, nur halt jetzt eine andere Stimme, ne? Brendan Fraser. Ich finde beide gut. Also ich finde ja auch beide Stimmen gut. Aber natürlich wäre das Original immer noch gut. Ich weiß aber offen gesagt gar nicht, ob der Sprecher überhaupt noch... Ist der noch am Leben? Spricht der? Vielleicht ist es so ein... Also er wird nicht 20 sein, aber vielleicht ist es so ein 40-jähriger Dude wie ich, der halt hier irgendwie irgendwas von das jetzt. Ich weiß es gerade nicht, aber der muss ja schon relativ alt sein, wenn er damals schon synchronisiert hat. Aber es gab ja auch mehrere für die ganzen, für Bruce Willis, für die ganzen Action-Heroes, so, ne, wisst ihr. Okay, erzähl mir was. Es gibt nur das, okay, in dem Fall ist es ja wirklich einfach. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Er ist letztes Jahr gestorben, mögen seht ihr, da war ja so ein bisschen, habe ich das so erinnert. Ist 79, also es sind unterschiedliche Angaben hier. Es ist also der eine sagt Ruhestand, gestorben und 79. Kann ja alles richtig sein. Der kann ja im Ruhestand mit 79 im letzten Jahr gestorben sein. Ich muss jetzt los. Sehr mögen alt, lebt aber noch. Dich segnen. Na gut, jetzt haben wir wirklich alles. Slaytan Leas. Oh. Ich habe mit dem Schamas von Emea geredet. Nemeth, ist er bereit zu helfen? Ja, unter der Bedingung, dass ich das Daoka wieder aktiviere. Klar, will ich ja auch. Du wirst den Kern bergen müssen, den die Invasoren gestohlen haben. Er ist in einer Basis in der Nähe. Du warst dort? Das ist zu gefährlich für Talana. Unsere Waffen sind machtlos gegen ihre Feuerkraft. Ich werde dir zeigen, wo sie liegt. Ich bin dran. Danke, Leas. Jetzt kommen wir langsam rein. Die Position des Daoka-Kerns auf der Karte markiert. Hier, das müsste es dann ja eigentlich sein, ne? Das sind die Aufgaben. Das ist übrigens sehr schön gemacht, weil auch vorhin gefragt wurde. Der Glossar oder das Glossar gab es früher nicht. Das ist also neu, ist ein Service und der ist super, weil man sich das schon merken musste. Man gewöhnt sich zwar dran, weil man irgendwann weiß, was ist ein Daoka, was ist das, was nochmal die Seele? Habe ich ja gerade vergessen, kommt aber noch, ne? Also, Phantasma? Ja, ich glaube das. Also du hast halt irgendwann diese Vokabeln drin, aber, und es ist auch schön, wenn du es nicht immer weißt. Das gibt dem Ganzen, das macht es mehr immersive. Aber es ist auch sehr schön, dass man ab und zu nachgucken kann für Leute, für Momente wie jetzt mit Leuten wie euch, die das halt auch nicht alles kennen. So. Dorfquest. Genau. Den Daoka-Kern von Emilia finden ist ja cool. Machen wir jetzt eben. Wir haben uns das jetzt einfach markiert, oder ja? Hier frage ich mich gerade. Ach nee, der sieht auch schon aus wie einer von denen. Weil in der Geschichte gab es nämlich in Teil 1, und das hat auch jemand gefragt, gab es eine sehr interessante geschichtliche Entwicklung. Ich weiß nicht, wie sehr ich die vorwegnehmen, spoilern sollte. Schwierig. Schwierig, aber sie sind eben auf dieses hier angekommen und haben mitgekriegt, dass da schon jemand war, sozusagen vor ihnen. Und sowas wie eine falsche Religion aufgebaut hat. Das ist so ein bisschen, das ist auch ein bisschen die Parallele zu Stargate. Nur da sind es ja eigentlich die alten Alien-Götter. Hier war es ein bisschen anders. Aber ist auf jeden Fall auch lohnenswert, die Geschichte, nur ist halt anders präsentiert als heutzutage, ne? Ist ja klar. Das sieht ja alles, auch die Renderfilmchen und so sehen ja heute viel besser aus. Und
Es waren auch schon, ich weiß nicht, wie es hier sein wird, aber es waren schon viele Schussgefechte im Spiel. Also man musste teilweise sehr lange in so einem, um so einem Tempel, in dem Tempel rumkämpfen, bis wirklich alle flach liegen. Oh, was zum Teufel? Da bist du. Mit deinem Comlink stimmt etwas nicht. Hab ihn ausgeschaltet. Du. Wie bitte? Was tust du da? Das haben wir von ihnen. Sicher wollen sie ihre Relikte zurück. Damit können wir verhandeln. Du weißt, wir haben dafür nicht die Erlaubnis. Ich hab nach dir gesucht. Dein Vater wartet in der Zentrale auf uns. Vielleicht geht es bei dieser Mission nicht nur um seine Wünsche, Colonel. Denken Sie darüber mal nach. Okay, offensichtlich sind das ja auch Flashbacks. Genau. War das der Daoka-Kern, den Nemeth sucht? Und jetzt wird uns ja noch am Anfang immer recht viel erklärt. Aber im Grunde ist es schon so, dass man, nehme ich mal an, aufgrund der Demo und auch dem Gameplay des Vorgängers, dass man sehr viel frei rumlaufen kann, immer wieder Dinge entdeckt und dann nach und nach diese Regionen durch Missionen befriedet, ne, und dafür sorgt, dass die Talaner zurückkämpfen können gegen die Oppression, die ja, weil die sind ja eigentlich so grundsympathisch. Die sind ganz, die sind manchmal ängstlich oder sind quasi nur so Bystander, aber die lassen halt viel mit sich machen. Aber die haben relativ, soweit ich mich erinnern kann, fast keine negativen Emotionen. Klar gibt es ja auch mal Leute, die ein bisschen unsympathischer sind oder Geizhälse oder so. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass sie sogar ihre eigenen Leute halt auch nicht unterjochen oder so. Das muss dann immer von außen passieren. Und das ist so ein bisschen natürlich eine Analogie auf alles Mögliche. Kann man so sehen, so sehen. Haben wir ja oft genug selbst schon gemacht. Ist ja auch bei Avatar nicht neu. Insofern darf er eigentlich gar nicht überrascht sein, Cutter's Blade. Es ist mir eher ein bisschen unangenehm. Oh, schon wieder die Menschen, echt? Haben wir die jetzt echt, die Talaner, geavatart? Muss das sein? Was haben die denn? Es ist richtig viel Vegetation hier. Ich muss mal gerade eine Sache machen, weil ich mich das echt gerade frage. Ich habe ja nichts eingestellt oder so optisch. Kann ich eigentlich... Oh, das hätte ich... Uiuiui. Gut, dass ich gespeichert habe mal manuell. Ich wollte nämlich mal gucken, ob hier eventuell noch mehr geht, obwohl ich eigentlich schon voll happy bin, aber vielleicht reicht das auch schon, ne? Vielleicht war nichts mehr. Nein, das kann nicht sein. Da. Was ich sagen muss, okay, steht auf Ultra, was ich sagen muss, er hat am Anfang einmal richtig lange alle Shader berechnet, hat da wahrscheinlich schon den Benchmark eingestellt. Und ich habe das quasi, jetzt sehe ich es zum ersten Mal und es sieht halt wirklich top aus. Allein wie das Wasser da unten wabert. Also ich irgendwie, vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, das sieht ein bisschen besser aus als die Demo. Aber das, vielleicht war die auch nur anders eingestellt. Weil es sieht schon teilweise sehr detailliert aus, ob man das jetzt mag, wie das Design ist, dass die Farben so bunt sind, so nachstrahlen. Ich mag es sehr, aber... Das ist halt reine Geschmackssache, aber optisch an sich ist es nice. Das muss ich mehr machen. Noch mehr ausweichen und nachkämpfen. Okay, der hat schon mehr eingesteckt. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, wie kann ich nochmal dashen? Nee, da. Ging doch. Was mich irritiert ist, dass ich noch nicht in der Luft dashen kann. Ich will eigentlich, ne, ihr wisst schon, oben, unten, unten, oben, unten. Wie im, wie in wie, falls ihr das noch kennt. Oh, dafür werdet ihr mich richtig hassen, Zirkusbots.
als hätte man so die Bud Spencer Terence Hill Synchro von früher über ein Spiel gemacht. In a good way. Ich finde, viel mehr Spiele sollten sich nicht so ernst nehmen. Oder der Held kann ruhig auch Witze reißen. Ich finde das okay. Deswegen guckt man doch und spielt auch gerne sowas wie Guardians. Weil die ist halt irgendwie auch... Klar, niemand würde in echt einen Witz reißen, wenn er gerade irgendwie, wenn die Dinger, die glühendes Plasma um den Kopf ballert. Aber manchmal braucht man einfach einen Actionheld, der einen kernigen Spruch hat. Oder auch eine Actionheldin. Solange der Spruch dann auch genauso kernig ist. Das haben wir. Das haben wir aufgemacht, nehme ich an, oder was? Nee, was haben wir denn hier gemacht? Geladen, wir haben irgendwas... Ach Simon, pass doch mal auf. Ja, Sekunde. Nee, hier ist wieder irgendwo ein Terminal, ne? Nee, doch nicht. Das war's ja schon. Okay, einmal scannen. Das ist es. Achso, ich dachte eben, ich wäre schon dran gewesen. Aber ja, geht ja nicht auf. Jetzt geht's auf. Sie wollten uns sprechen? Du musst nicht so förmlich sein, Liebes. Nenn mich einfach Vater. Okay. Vater. Ich will, dass du den Bodeneinsatz abbrichst. Daddy, call me Daddy. Die Situation ist eskaliert. Was ist los, General? Diese Aufzeichnung kommt von der geborgenen Blackbox einer beschädigten Drohne. Hier. Dieses Ein T-Shirt. Abtrünniger Agent? Das... kann nicht sein. Exakt, Colonel. Das beweist, dass die wilden Hexer sind. Sie kriechen in unseren Kopf, um uns zu verwirren. Das ist eindeutig eine Art Gestaltwandler. Wirklich? Bitte, Vater. Langsam wird das lächerlich. Ja, aber weißt du, was lächerlich ist? Du bist Flottenvermittlerin, konntest aber noch mit keinem einzigen Gefangenen kommunizieren. Und trotzdem versicherst du mir, dass diese Primaten intelligent sind. Wir reißen ihr Land an uns. Nur weil sie uns nicht willkommen heißen, sind sie nicht gleich dumm. Hier spricht General Burham. Ich will Verstärkungskonvois bei allen Basen. Auf der Stelle! Seine Synchro könnte ein bisschen besser sein, aber er finde ich auch die Optik nicht so geil von ihm irgendwie. Es wird mir nicht ganz klar, warum er so crazy ist. Also was so seine Backstory ist, warum er da so fanatisch das so verbindet. Aber das kommt vielleicht noch. Aber der General ist offensichtlich... nehme ich mal an, kein gern gesehener Partygast. Wie erwartet wurde deine Anwesenheit bemerkt. Einige Talaner reden bereits über dich. Ach, wirklich? Was sagen sie denn? Denn ich kann mir keinen Reim darauf machen, was sie mir erzählen. Sie verstehen dich auch nicht. Nur die Shamas sprechen deine Sprache. Oh. Sie nennt sich Agakamon. Also nur Shamas. Ich merke es mir. Slate Ende. Ja, das ist auch smart. Später kann man mit allen reden, denke ich. Kenne ich zumindest so, aber jetzt hat man erstmal nur so ein paar wichtige Bezugspunkte, damit man vielleicht auch nicht überfordert ist und die Entwickler auch nicht zu viel machen müssen am Anfang. Ja, so ein bisschen, das ist genau mein Problem, weil ich da habe, so böser Mann ist böse, um böse zu sein und mach ihn bitte böse und gerne auch alt und weiß, aber primär böse. Mein Gott. Kann man machen, aber... Naja. Aber man weiß halt zu wenig. Es wäre besser, wenn man dann weniger sagen würde, weniger Exposition hätte und sich vielleicht fragen müsste noch, warum. Aber wenn er halt so von Anfang an so ein bisschen wirr präsentiert wird, nein, dann ist für mich halt klar, der ist einfach irre. Der nimmt's persönlich. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, aber... Der wird es bis zum Äußersten treiben. Oh, das ist ganz cool, dieser Wurm. Oh, okay, jetzt gar nicht mehr cool.
Ja, eigentlich kann man in alle Richtungen immer ausweichen. Nach oben, links, rechts, nach hinten. Wahrscheinlich auch nach vorne. Warte mal. Weil, ne, die Projektile, wie ihr gesehen habt, natürlich... Weil sie abgeschossen sind. Okay, alles ist rot. Da gehen wir hin. Es ist schon sehr klischeehaft, muss man so akzeptieren. Das meinte ich ganz eingängig am Beginn des Videos auch damit, dass ich meinte, man muss halt so ein bisschen, es atmet so ein bisschen diesen trashigen Style von 90er Jahre Spielen und Filmen. Aber das ist halt auch vielleicht, will ich es mir da schönreden, aber ich muss sagen, dass ich das, wenn ich das weiß oder wie ich es zu nehmen habe, finde ich es nicht so schlimm. Dann weiß ich halt irgendwie, es geht jetzt nicht darum, dass hier storytechnisch Neuland erschlossen wird. Und dann kann ich halt über die Sprüche auch lachen und finde, wie gesagt, die Welt dann auch passend ironisch in Szene gesetzt. Hier würde ich jetzt gerne noch ein paar Peniswitze hören, einfach weil das zumindest offensichtlich ist, finde ich, dass man hier auf riesige Schlongs oder Loch Ness-Witze, da hätte ich mir gerne noch ein bisschen mehr Kontext-Monologe gewünscht. Aber vielleicht bin ich da der Einzige. Siehst du sowas? Macht der Jetpack Spaß, ja. Es ist vor allen Dingen schön, weil ich ja weiß, dass der Jetpack noch nicht am Ende ist. Also da kommt noch viel Verbesserung auf uns zu. Und das ist wirklich was, wo man mich doch immer wieder kriegt, muss ich sagen, wenn man irgendwie in der Luft agieren kann und ich will ja eigentlich wie so eine Deathcam oder so eine Verfolgercam irgendwie so frei rumfliegen. Ich will ja schon irgendwie auch eine Restriktion, ein paar Regeln und so haben, aber es macht einfach mega Bock. Und man kriegt es nie so richtig. Es wird immer so gejetpack-teased. Und selten ist es wirklich so richtig geil. Es muss aber geil sein, damit man es überhaupt machen will. Aber ich mag auch, dass dieser Anzug eigentlich so ein bisschen selbsterklärend ist. Man sieht ja auch, wie er funktioniert. Man akzeptiert es gut. Ja, das ist so seine Spezialfähigkeit, dass er diesen Anzug hat und der einen so geil von A nach B bringen kann. Und schon sind wir ja nicht nur Cutter Slate irgendein Dödel, sondern Cutter Slate, die gnadenlose Faust der Vergeltung für die Ungerechten behandelten. Da ist es! Das ist wahr, ne? Der war der letzte, erste Teil war auch schon herrlich trashy und zugleich revolutionär im Open-World-Design damals. Da haben wir es von gehabt. Heute zu sagen, naja, das Besondere war die Open-World, ist natürlich Quatsch. Also ist keine Quatsch, stimmt ja, aber es ist halt jetzt kein Verkaufsargument. Hier schon wieder? Es wird geladen, es wird geladen, wir müssen laden. Nimm die Zunge weg, das kitzelt. Ich glaube, die laden jetzt. Sitz! Ja! Braver Junge! Ey, Grüße aus dem Maniac! Grüße ans Maniac! Bendin. Was meinst du, Marion? Unsere Kleine scheint das Geschenk zu mögen. Das ist alles, worüber sie diese zwei Monate reden konnte. Das sind 8 Wochen, Slate. Wochen, Monate, ich muss nach Costa Rica, streng geheim. Du weißt, dass ich mich nicht melden konnte. Darf er das denn danach sagen, wo er war? Einfach zu schwer für Camilla. Immer noch nicht, die Sehnsucht, oder? Die Fragen. Du kannst nicht einfach aufkreuzen und dann wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden. Mann, du hast einen Soldaten geheiratet. Sagen, ich soll nicht mehr kommen? Nicht so. Ah, okay. Entweder bist du Teil ihres Lebens oder nicht. Take your daughter okay? to work day. So ist der Job, Wolf.
Gerade du solltest das verstehen. Da sehe ich aber auch einen Film drin. Ich verstehe. Mit so einem Baby vorne an der Brust und einen von diesen Stealth-Soldaten-Jobs machen. Also komm bitte erst wieder, wenn du die Dokumente vom Anwalt erhalten hast. Ja, das, warum muss er sich daran erinnern? Warum kann man das nicht vergessen? Naja, ich verstehe so ein bisschen die Situation, ja. Es ist halt echt ärgerlich. Eigentlich muss er gar nicht zurückkommen zu seiner Frau und dem Kind, weil er sie nicht darf. Christa! Jetzt wird darüber zu Recht diskutiert, ob er im ersten Teil auch schon Vater war. Das weiß ich nicht. Also er hat das nicht gesagt. Nein, nein, das war kein Plot-Device. Aber hier ist es eins und ich frage mich auch, gut, da war ja schon viel Zeit dazwischen, ne? Er kann ja jetzt auch wirklich easy 20 Jahre älter sein. Man sieht es zwischen der Grafik damals und heute, kann es eh kaum einen Unterschied machen, wie das Gesicht jetzt wirklich aussah und heute aussehen müsste. Verdammt! Aber das könnte ja passen, dass er damals sehr jung war und heute halt Kind haben kann, was alt genug ist. Du warst einen kompletten Mond lang weg? Echt? Hat sich wie Minuten angefühlt. Ich muss einen kleinen dimensionalen Umweg oder so genommen haben. Das ist also der Ort? Staune, der Speer. Das erinnert mich so an die unendliche Geschichte, diese langen, großen, ne? Ihr wisst genau, was ich meine. So eine geile Szene, so ein geiler Film eigentlich auch. Aber so riesige Figuren ist einfach immer toll. Aber ich zähle noch auf dich. Du hältst dein Versprechen, oder? Mein Gott, wie sehen deren Crocs aus? Die haben nur 3 Zehen. Flipflops sind natürlich am interessantesten, aber da würde ich einfach sagen, 3 von diesen Schnallen. Oder einfach nur einen in der Mitte, ne? Es wird alles gut, Slate. Warum sieht der Protagonist so aus wie du? Ich war dabei, ich finde, der Protagonist ist ein ziemlich komischer. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich mich davon angegriffen fühlen sollte. Aber der sieht einfach aus wie jeder mittelalte, depressive, white Dude mit dunklem Haar, Bart und einer mittelschweren Depression. Das ist einfach der Standard heutzutage. Der Standard weiße Mann heutzutage. Ich muss nach den kranken Kindern sehen. Die Almayel empfängt dich jetzt. Danke, nimm mit. Dank mir noch nicht, Ulukai. Okay. Outcast würde vielleicht auch als Film funktionieren. Ach, definitiv. Deswegen glaube ich irgendwie, damals habe ich zumindest das Gefühl gehabt, als hätte man weiß ja nie, wo die Ursprünge waren für solche Geschichten. Als wäre das mal ein Film gewesen, dann wurde es umgeschrieben, dann wurde es vielleicht neu entdeckt und irgendwann wurde daraus dann eben ein Spiel. Weil das war schon sehr filmisch auch inszeniert. Vielleicht irre ich mich natürlich und die haben einfach auch lange und viel Zeit und Visionen da reingesteckt. Das will ich auch niemandem absprechen. Aber ich hatte immer das Gefühl, das will eigentlich ein Film sein. Oder müsste ein Film sein. Aber das kann eben auch wieder nur an der guten Synchronstimme von Bruce Willis liegen, ne? Dass man dieses Gefühl hat. Das war schon ein Geniestreich eigentlich damals. Ziemlich groß für nur eine Person. Du bist der geheimnisvolle Fremde. Die Almayel sieht dich, Mensch. Sprich deine Agakamon-Worte. Und die Almayel wird zuhören. Ich bin verwirrt. Wer von euch ist die Almayel? Ich bin die Almayel. Ein strahlendes Wesen. Herrscherin Adelphas. Kostbares Bindeglied zwischen Talanern und Jots. Verstehe. Ich bin nur hier, weil ich zurück in meine Dimension möchte. Aber deine Jots? Die scheinen etwas anderes zu wollen. Ich glaube, sie wollen mir was sagen. Blasphemie. Nur die Almayel kann die Stimme der Jots hören. Wieso sollte sie zu einem Menschen sprechen? Vielleicht wegen diesem Ulukai-Ding?
Hier, Dort, das Graffiti. Sie haben mir Dinge gezeigt, Vision. Ui, ich habe eine Stimme gehört. Aber ich weiß nicht, ob... Lügen. Menschen sind Lügner. Verlasse dieses Heiligtum. Sie kennen uns. Warte. Die Almael hat gesprochen. Moment mal. Lea sagte, du könntest meine Fragen beantworten. Lehas? Dieser Name schlägt Wellen auf der perfekten Oberfläche der Milea. Er wird in Kisan nicht geduldet. Hey, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe eine Nachricht von deinem Jotz, okay? Die willst du sicher hören. Finden wir einfach eine Lösung. Dann kannst du mir von diesen Felsen runterhelfen. Sprich jetzt oder geh. Also abgemacht? Sprich. Okay. Also, sie lautet... Nass vor Katz, immer Not. Nektar. Allmächtiger Jotz. Siehst du, wichtiger Kram, sag ich doch. Sag ich doch. Du verspottest die Almael. Ich feile noch an meinem Akzent, okay? Hör mir zu. Ich bin gestorben. Richtig gestorben, okay? Aber ich wache stets in irgendeinem Wirbel auf und höre dieses Echo, dieselben Worte, immer wieder. Nas vor Katz. Nein, Nasor Kat. Amanor Nekar. Das war näher dran. Die Botschaft ist auf Agazorg. Es ist also wahr. Du hörst die Stimme der Jotz. Hören war der leichte Teil. Magst du das übersetzen? Oh, warte. Ich glaube, ich weiß schon, was es bedeutet. Verhindere unser aller Untergang. Wie soll ich... Welche Sprache spreche ich? Die Jotz haben die Botschaft übersetzt. Die Almael sieht und hört, was es zu verstehen gibt. Um dem Untergang zu entgehen, müssen wir verteidigen. Kesar braucht Verteidigung, damit die Talaner nicht untergehen. Kesar braucht Vermehrung, damit die Talaner nicht untergehen. Und was davon? Die Almael ist ein strahlendes Wesen. Du scheinst dir zu widersprechen. Ich will ja nicht diskutieren, aber du hast deine Nachricht bekommen. Was ist also mit unserer Abmachung? Verhindere unser aller Untergang. Und die Jotz schicken dich zurück in deine Welt. Ein Mann gegen eine Armee? Das können die Jotz doch nicht ernst meinen. Ihr zwei wirkt auf mich nicht wie jemand, der ihren Sinn für Humor versteht. Daher, hey, wo geht sie hin? Hast du Zeit? Die Almael sieht dich. Mhm. Ach, geil, ne? Wie die reden. Toll. Sorry, Lady. Wer bist du nochmal? Die Almael, Beschützerin des Lebens und Orakel der Jotz. Du und deine Schwester wart vorher noch nie anderer Meinung? Die Almael ist ein strahlendes Wesen. Die Inkarnation der Milea auf Adelpha. Sie hat nur eine Meinung. Die Dissonanz in der Stimme der Almael ist etwas anderes. Wir nennen es Sankra. Der Weg ist nicht klar. Okastok? Der Speer? Das eine erneuert, das andere schützt. Schützen heißt retten. Naja, Männer auf die Insel zu bringen, damit sie mit den Frauen neues Leben erschaffen, ist auch retten. Aber ich glaube, ihr beide deutet das einfach nicht richtig. Du wagst es, unsere Methoden zu kritisieren? Die Almael herrscht seit tausenden von Zyklen über Adelpha, lange vor deiner Ankunft. Adelpha, nicht... Ich habe kein Problem damit. Seit tausenden von Jahren regieren Frauen auf dem Planeten. Und wahrscheinlich tun sie das aus guten Gründen. Ich will mich nicht einmischen. Ich bin bloß ein Typ, der nach Hause will. Ein Typ? Du bist die Botschaft. Du hast Sankra in den Tempel der Almael gebracht
und deine wahren Absichten verborgen. Dich zu verleugnen hieße blind zu sein. Doch dir zu gehorchen hieße einäugig zu sein. Könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass mein Name nicht Botschaft ist? Wenn die Jots mich zurück zu meiner Tochter schicken, dann werde ich alles tun, um euer aller Untergang zu verhindern. Aber ich glaube, dass der kürzeste Weg zum Ziel das Ausschalten der Invasorenbasen ist. Eine nach der anderen. Keine Invasoren, keine Gefahr für euer Volk. Das ist die Botschaft in Kurzform. Die Botschaft ändert sich bereits. Das andere Auge verschließt sich nicht vor den ungesehenen Worten. Mir reizt mit diesem kryptischen Schwachsinn. Wer ist das andere Auge? Deine Schwester? Die Almael hat halb gesprochen. Kein Ja, kein Nein. Na gut. Nur noch um zu konkretisieren, danke in dem Fall Chat. Talansar ist die Region, Adelpha ist der Planet. Genau, also ist doch gar nicht falsch. Ich dachte, der Speer beschützt diese Insel bereits. Aber du scheinst zu glauben, dass die Jots noch mehr Schutz wollen. Wie? Du musst verstehen, dass dies nur halb gesprochen werden kann. Verstehe. Du willst deiner Schwester nichts Genaues verraten. Meine Lippen sind versiegelt. Erzähl es mir einfach. Diese Insel wurde auf der größten Quelle von weißem Helidium in ganz Adelpha errichtet. Die Almael nutzt diese Kraft für den Speer. Doch sie erschöpft sich rasch und hält nicht ewig. Wenn sie helfen möchten, könnten die Dolotai-Wächterinnen versuchen, mehr weißes Helidium auf die Insel zu bringen. Alles klar. Ich spreche mit Leas. Wenn den Wächterinnen so vergeben wird, wird sie einverstanden sein. Die Dolotai-Wächterinnen sind Verstoßene. Durch ihren geächteten Orden hat unser Untergang begonnen. Sie dürfen Kisar nicht betreten. Na ja, ohne Leas würde ich jetzt nicht vor dir stehen und die Botschaft der Jots wäre auf ewig verloren. Also komm schon. Sie will bloß ihre Tochter sehen. Ishana und Lehas teilen sich dasselbe Fäfern, das mal wie auch Jan es tat, ihr ehemaliger Partner, der bei seinem törichten Gewaltausbruch so viele Dolotai-Wächter umgekehrt hat. War es wirklich töricht, sich zu opfern, der Jan? Alle zu retten? Gerade du solltest erkennen. Jan Tenner? War das der Jan Tenner? Oder bilde ich mir das gerade ein? Klang aber nicht nach Jan Tenner. Genau so sind die Invasoren gerade am Gewinn. Jan Tenner tötet doch nicht. Der verprügelt nur. Und herrschen. Worte des Sankra. Ja, wahrscheinlich wollen die Menschen dieses Helium, ne? Helidium, ja. Weisheit ist gut. Wenn die Botschaft die Dolotai-Wächterinnen davon überzeugt, den Speer zu beschützen, wird sich die Almael halb für sie aussprechen. Und Lehas soll erhört werden. Danke. Dann leiste ich mal Überzeugungsarbeit. Die Almael hat halb gesprochen. Okay, die Almael hat halb gesprochen. Zeit hat für die Jots keine Bedeutung. Hört nicht auf, ne? Jetzt kommt hier richtig Story. Jetzt kommt hier Drive. Ja, Ulukai. Die Dolotai-Wächterinnen werden dir helfen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Während deines Gesprächs mit der Almael war dein Kanal noch offen. Ich habe alles gehört. Ich habe die Karte angesehen. Es gibt einige Anlagen, in denen sich reichlich weißes Helidium befindet. Ich kann die Basen räumen. Kannst du deine Leute zum Einsammeln hinterher schicken? Sicher. Doch es gibt ein Problem. Schieß los. Weißes Helidium kann kein Daoka passieren. Kleine Mengen sind in Ordnung, doch bei großen wird es instabil. Das Daoka könnte explodieren und das Gebiet einäschern. So wie vor 15 Zyklen in Talansar. Gibt es eine sicherere Option? Wir könnten ein Fischer-Talaner-Boot gebrauchen. Ich kann die Lieferung im Küstendorf Sapa konzentrieren. Das erfordert etwas Koordination, aber es ist machbar. Du meinst, sie machen das? Wenn ich es je nach Hause schaffen will, müssen wir alle mit ins Boot holen. Aber ihr habt keine fortschrittlichen Waffen, keine Fahrzeuge, keinen Schutz. Damit kann man kaum arbeiten. Talaner sind einfallsreich. Bestimmt kann jedes Dorf etwas beisteuern. Du musst dir nur genau überlegen, was. Sprich mit den Häuptlingen. Das sollte ja kein Problem sein, jetzt, da du unsere Sprache fließend beherrschst. Ach, wovon redest du? Ulukai, dir ist schon klar, dass wir uns gerade auf Agasorg unterhalten. Echt? Krass. Die Jots haben irgendwas mit mir gemacht. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Danke für die Koordinaten, Leas. Wir regeln das. Slate Ende.
Ja, sehr schön. Rüdiger von Schlotterstein sagt es auch richtig auch. Es gab mir schon immer ein wenig Army of Darkness Vibes. Hat schon was von Ash, der gute Cutter, ja, mit den Sprüchen wahrscheinlich, ne? Auch dieses Fish Out of Water Szenario mag ich. Ja, das hast du sehr schön gekonnt zusammengefasst, auch was die Reihe toll macht. Cutter hat ja einmal hier die Botschaft der Jots überbracht. Zum ersten Mal in der Geschichte Adelphas ist sie sich bei Interpretation der Botschaft uneins. Damit hat Cutter Slate gleich zwei Aufgaben vor sich, die er erfüllen muss, um die Talaner vor dem Untergang zu retten und zur Erde zurückkehren zu können. Das ist jetzt der wichtige Zwiespalt, den wir ausgelöst haben, ne? Dass die Message unterschiedlich interpretiert wird. Also, was wir machen können wohl, ist entweder links vereine die Talaner, aber das ist später, sondern jetzt erst verstärke den Speer. Alma interpretierte die Botschaft als Warnung und will den Speer verstärken, einen riesigen Schutzschild, der mit Helidium betrieben wird. Der Speer umgibt die Insel Kizar, wo talanische Frauen und Kinder getrennt von den Männern leben. Cutter muss in den WFA-Basen überall auf Adelpha nach Behältern mit weißem Helidium suchen und sie mit der Hilfe von Lehatz und den Dolotai-Wächterinnen nach Kizar bringen. Also klauen. Das ist so ein bisschen wie Ant-Man. Ich soll also irgendwo hingehen, was klauen. Klauen wir doch was. Nicht das! Das hier gefällt mir deutlich besser als die so wenig schön wirkenden Metallstrukturen der Menschen natürlich, weil die können einfach nicht gemütlich leben. Du bist zurückgekehrt. Wieso glaubst du, dass Fortpflanzung der Schlüssel zur Nachricht der Jots ist? Das wollte ich noch wissen. Die Almael vernimmt die Stimme der Jots. Und sie wollen, dass Okastok wieder gefeiert wird. Okastok! Da freue ich mich jetzt schon drauf. Was ist das Okastok? Das Fest zelebriert den Kreislauf des Lebens. Hörst du es nicht? Die Geburt verstummt. Tausende von Monden ohne neues Leben führen zum Untergang. Vollende den Kreislauf. Erfülle den Willen der Jots. Dann wird die Botschaft Wirklichkeit. Wie meinst du das wird? Wird was? Der Botschaft kann nicht vertraut werden, bis sie der Almael den ersten Darumon bringt. Den ersten von vielen. Mein Gott, ey. Choosing beggars. Ich will euch doch nur helfen, ey. Was ist ein Darumon? Ein Darumon ist ein Symbol der talanischen Einheit. Das Okastok-Fest kann nicht stattfinden, solange die Dörfer von Adelpha isoliert bleiben. Hilf ihnen, die Talaner hinter ihren Anführern zu vereinen. Und du erhältst dafür ihre Darumons. Okay. Also, Verzauberung am Seetanz. Da wird irgendein heidnisches Ritual zelebriert. Da könnten wir... Wir lassen das jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben genug. Nicht alles auf einmal. Aber ihr habt ja mitbekommen, was jetzt die Aufgaben sind und dass es derer doch einige gibt. Da haben wir das von eben, ne? Vereine die Talaner. Jel glaubt, dass du die Okastok-Feier. Schnack, schnack, bam, tschick, wow, ein Ritual, das seit den frühen Monaten der Invasion nicht mehr stattfand. Mein Gott, die haben wirklich Blue Ballhead. Weiß auch gesagt nicht, wie das da aussieht bei denen. Nicht mehr stattfand. Damit das Okastok abgehalten werden kann, muss Cutter ein Daromon aus jedem der Dörfer enthalten. Die könnten also die ganze Zeit schnackseln, müssten nur irgend so einen alten, dummen Stein abgeben. Nimmt, wie geht's den Kindern? Ich habe sie geheilt, aber ich weiß nicht, woher die Krankheit kam. Also muss ich wohl zurück, wenn die Magenkrämpfe wieder einsetzen. Doch auch in meinem Dorf ruft die Pflicht. Also sollte ich wieder nach Emea. Apropos Emea, du hast nicht zufällig einen Darumon übrig, oder? Ich brauche eine Menge davon und weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Mein Dorf ist ein genauso guter Ausgangspunkt wie jeder andere, wenn du nach Darumons suchst. Emea hat seine Probleme, wie jeder andere Ort in Adelpha, da bin ich sicher. Hilf uns und ich segne unserem Darumon selbst. Oder hilf erst den anderen Dörfern, denn bei den Jots... Ganz Adelpha braucht Hilfe. Okay, Service Tokens. Wie diese. Na komm, der Oka-Karte, genau. Also halt einfach Quests, ne? Quest-Orden. Schön kleinen Quest-Orden.
Und wenn ich genug Questorden habe oder Goldmünzen oder Mario-Sterne oder überlegt euch, was auch immer es ist. Deswegen sage ich, das ist alles sehr retro gehalten irgendwie. Vielleicht auch in a good way, dass man halt solche Sachen dann noch so machen muss. Ohne, dass das jetzt ultra groß noch als Extra-Story verkauft wird. Sondern nee, du brauchst einfach genug davon. Du musst denen jetzt allen helfen. Und wenn du alle Level hast und allen geholfen hast, dann geht die Story langsam dem Ende zu. Da. Woanders wäre das natürlich dann einfach so der klassische Moral... Oh, hier. Ne? Wäre das der klassische Moralpegel oder so, der anzeigt, welche Sachen man Zugriff hat oder welche Leute einen unterstützen oder wie beliebt man ist oder welchen Ruf man hat. Ihr kennt das ja. Okay. War da gerade schon die Meer? Achso, okay. Doch. Das haben wir gemacht. Wir machen einfach direkt weiter. Ne? Die haben uns zuerst entdeckt. Hier werden wir gleich auch mal ein bisschen uns nützlich machen. Ja, Häuptling finden. Ah, toll, oder? Immer wieder schöner anzufangen. Gibt es in dem Spiel einen Gamsaf, um den Fortschritt zu speichern? Sehr guter Gedanke, ne? So ist so ein komisches Ding, was man einmal loslegen muss. Habe ich ganz vergessen, um ehrlich zu sein. Ne, man kann scheinbar... Ich bin mir nicht sicher, ob er automatisch speichert. Oder ob man... Hier seht ihr auch nochmal, da geht noch einiges. Wuhu! Ist eigentlich ganz cool, kann man sich mal angucken. Jet Sprint Boost. Normaler Jet Sprint. Luft ausweichen in der Luft. Gleiter, genau den habe ich schon gespielt. Den könnt ihr in der Demo auch testen. Dann kann man jetzt auch so ein bisschen hoch runter wahrscheinlich, ja, also ich kenne das genau, da kann man so boosten und noch weiter fliegen, dann kann man auch aus der Luft ballern, also das wird immer spannender, doch, das ist genau das, Höhe gewinnen auch noch, also irgendwann fliegt man nur noch rum und kämpfen, kann man ja auch nochmal kurz reingucken, Kreissägenangriff, so ein Schlag von oben. Was ist das, Sofortschild? Ah, okay, das ist wie so ein Captain America gefühlt. Mit dem Schild rennen. Also man kann auf jeden Fall eine Menge machen mit dem Schild auch. Modul Upgrade, Waffenmodule. Also, wow, ich finde, das reicht völlig aus für die Art von Spiel. Der Vorgänger hatte bei weitem nicht so viel. Und also viel mehr braucht man wahrscheinlich gar nicht, ne? Okay. Nee, ich bin doch auf der Main Quest. Das ist aber auch schön. Braucht den Landschaftsgärtner. Du siehst wichtig aus. Hast du kurz Zeit? Immer diese Anfänge. Wo auch immer du herkommst, man hat dich doch sicher gelehrt, wie man einen Häuptling richtig anredet. Ich bin Hatzo, Anführer von Emea. Und wer bist du, Witzbold? Zumindest hast du kein Gork im Kopf. Dank den Jots dafür. Ich warte schon drauf, wann das erste Mal Zork kommt. Das ist Kacke. Oder Zort? Ich glaube Zort. Ich bin Cutter Slate. Schon von mir gehört? Ex-Navy Seal. Ah, richtig. Der Ulukai, von dem man mich warnte. Emea hat an deinen Geschichten kein Interesse. Ich würde dir ja einen köstlichen Morak für den Weg anbieten. Doch unsere Vorräte sind begrenzt. Der will uns schon nicht so richtig helfen. Ne? Der hat halt Angst. Ich wurde in Gegenwart der Jots zum Obersten gewählt. Ich fürchte mich vor gar nichts. Hör zu, es gibt in diesem Dorf bereits einen Störenfried. Einen weiteren brauchen wir nicht. Und wer wäre das? Du kennst Dark noch nicht? Er hält sich am See auf. Ihr solltet euch gegenseitig eure lächerlichen Geschichten über die Rettung des Planeten erzählen. Ja, so ein bisschen Zyniker geworden, ne? Die waren früher noch nicht so schlimm. Diese Invasoren, vor denen sich alle fürchten. Hast du gegen sie gekämpft? Warum sollte ich? Um Emeas Sicherheit zu garantieren, will ich mit ihnen verhandeln. Okay, es ist ganz anders. Verhandeln? Die sind viel hinterhältiger, als ich gedacht habe. Anrichten? Sie werden euer Land an sich reißen, euch versklaven. Lass mich mit deiner Gewalt in Ruhe. Sollen wir die Invasoren etwa provozieren? Ach, der war auf der Waldorfschule. Emea deswegen. Ist friedlich. Wir verkaufen Früchte. Das ist völlig okay. Pass auf, Hatzo.
Die Yords haben mich nicht grundlos hergeschickt. Wenn du es zulässt, helfe ich euch. Bist du je durch die verbrannten Ruinen der Bibliothek in Prokriana gegangen? Hunderte von Opfern sind in den schmutzigen Trümmern verstreut. In Emea gibt es weder Märtyrer noch Helden. Wir brauchen hier keinen Ulukai. Darum leben wir. Ja, ich meine, er weiß es wahrscheinlich besser. Also gut. Und wie laufen die Verhandlungen? Bislang bin ich noch keinem Invasoren begegnet, mit dem ich reden konnte. Doch ich gebe mir Mühe. Ich glaube, die Invasoren sind noch in Besan beschäftigt. Ich will ihnen bloß signalisieren, dass wir zur Zusammenarbeit bereit sind, wenn sie dann schneller wieder verschwinden. Wo ich herkomme, sind Kollaborateure im Krieg nicht gern gesehen. Krieg? Warum redest du immer von Gewalt? Hier gibt es keine Krieger. Jetzt geh, lass mich in Ruhe. Trink Moraksaft in den Wipfel. Wie gesagt, das war's fürs Erste. Keine Zeit, aber sehr viel Gesprächsbereitschaft bei den ganzen NPCs. Ich sorge mich um dich, Ulukai. Wo bist du? Ich bin in diesem Dorf namens Emea. Kennst du einen Störenfried namens Dark? Kasmirs Sohn? Dark ist ein guter Talaner. Vielleicht etwas verwirrt. Sich seines Phantasmas nicht sicher, wie seine gesamte Generation. Was stimmt nicht mit seiner Generation? Lass mich raten, es liegt an den verdammten Videospielen. Nein, es gab seit einem Dutzend Zyklen keine Wandlungszeremonie mehr. Es ist zu gefährlich, unsere Jugend zum Phantasma-Brunnen zu bringen. Also haben diese jungen Talaner kein Phantasma? Jeder hat ein Phantasma. Sie sind bloß unsicher, welches der vier Phantasmas ihres ist. Die Zeremonie soll genau das zum Vorschein bringen. Ich war auch mal ein Teenager. Das war ziemlich verwirrend. Ja, das sind so ein bisschen wie die Häuser in Harry Potter, aber hier sind es dann die Locations und die Jobs, glaube ich, auch, die man da macht. Also das ist so ein bisschen, ich friere immer so leicht, also gehe ich in die Lava-Region oder so, so stelle ich mir das vor. Hey, Großer. Sei gegrüßt, Fender. Ich heiße Moore. Willst du dich anmelden? Anmelden? Wofür? Weißt du was? Vergiss es. Hey! Deine Hände verraten, dass du nicht in der Lage bist, hier zu arbeiten. Du bist dieser Ulukai, oder? Man sollte meinen, die Jots hätten dir bessere Hände gegeben. Was soll mit denen sein? Zu viele Finger für dich? Deine Hände eignen sich perfekt, um Tuniken zu nähen und Riesikuchen für die Wandlungszeremonie zu backen. Hat er mich gerade Beta genannt? Und jetzt geh. In den Baumkronen verrichten wir wahre Arbeit. Ich möchte ihm eigentlich gar nicht helfen. Ich frag mich bloß, welche Arbeit solche Wurst... Ich meine, starken Finger erfordert. Bist du zum ersten Mal in Emea? Auf diesen Bäumen züchten wir die köstlichsten Moraks auf Adelpha. Ich heiße Moore. Ich bin der Großaufseher des Pflückerverbands. Sieh an, Großaufseher. Klingt wichtig. Pflücker sind nicht bloß einfache Bauern. Die besten Moraks wachsen nahe der Monde, in den höchsten Baumwipfeln. Die zu pflücken ist riskant. Nur junge und starke Talaner können sie erreichen. In meinen frühen Monden tanzte ich furchtlos über die Äste. Doch jetzt wird mir da oben schwindelig. Daher habe ich neue Aufgaben. Wo finde ich Dark? Für gewöhnlich hängt er bei den Läden ab. Die Händler bringen ihn dazu, nutzloses Zeug wie Taucherausrüstung und anderen Unsinn, der nie funktioniert, zu kaufen. Vielleicht ist er auch bei der Hütte seines Vaters am See, nordwestlich von hier. Vermutlich erforscht er den See, wie sein Vater vor ihm. Allerdings nicht schwimmend. Er würde selbst in einem Eimer Wasser umkehren. Keine Ahnung, was er da macht. Irgendein Geheimprojekt. Er sollte hier oben lieber fleißig Moraks für den nächsten Konvoi sammeln. Okay, Moore. Bis dann, Moore. Also wenn Moore smart wäre, er würde einen eigenen Laden aufmachen, würde den Morak mit zwei R's nennen und würde einfach reich werden, weil er so begeistert ist von diesen Moraks, die da oben wachsen. Und dann müsste er auch nicht ständig immer andere kleinreden, ne? Lieber selbst wachsen, als die anderen klein zu stumpfen. Nur weil sie mehr Fantasie haben vielleicht als du.
So, wir Ulukai, wissen also... Ich bin hier. Ich will aber nicht. Na gut, okay. Den Jotz sei Dank. Ach. Leas hat mir gesagt, dass ich dich hier finden könnte. Der Ulukai. Ich kann nicht glauben, dass du echt bist. Wir haben so lange gewartet. Du bist doch nicht den ganzen Weg gekommen, nur um mich zu grüßen. Oder bin ich in eurer Welt so jemand wie Prinz? Prinz. Ich natürlich verstehen. Ein Prinz? Klingt mysteriös. Mein Name ist Emerhit, und ob du es glaubst oder nicht, ich bin zufälligerweise die Dolotai-Wächterin, die die Forschungsgruppe mit dem Fokus auf Adelphas uralten Mysterien leitet. Ich nehme an, du hast von den Phandasma-Schreinen gehört? Vielleicht habe ich das, aber mein Gedächtnis ist schlecht. Tun wir so, als hätte ich es nicht. Also, was ist mit ihnen? Was mit ihnen ist? Was mit ihnen ist? Ich weiß es nicht. Ich hatte wirklich gehofft, du würdest uns aufklären, Ulukai. Du trägst doch die Augengardinen. Lass mich diese Stellen auf der Karte markieren. Ich glaube, das sind Phandasma-Schreine, und ich hoffe, dass du uns helfen wirst, ihr Geheimnis zu lüften. Die Jots wollen uns etwas sagen. Ich kann es spüren. Wenn du noch mehr davon entdeckst, lass es mich bitte wissen. Häuptling Hatsu will mich nicht hier haben, also gehe ich zurück zum Dolotai-Lager beim Ganda-Tempel. Wir sehen uns dann dort. Ja, der Häuptling, okay, der hat keinen Bock drauf auf sowas. Vielleicht ziehe ich mir das mal an. Vielleicht? Sokrim hat uns nicht gesagt, dass du so lustig sein würdest, Ulukai. Natürlich siehst du dir das mal an. Ja, der hat natürlich schon recht. Weißt du, wie viele Phandasma-Schreine es da draußen gibt? Ich habe hier einige dokumentiert. Bestimmt ist es noch ein langer Weg, bis du sie alle entdeckt hast. Okay, bis zum nächsten Mal, Emerhit. Also, das haben wir jetzt auch hinter uns. Jetzt frage ich mich gerade, ob das Ausrufezeichen da oben vielleicht... Eigentlich dürfte es ja nichts Neues geben. Aber ich will doch noch mal gucken. Was willst du? Morak-Früchte schmecken. Ach nee, darüber kann man wir noch mehr. Essen hier nicht. Ach so, hin und her, deswegen. Die Moraks nähren, pflegen und läutern unsere Phandasmas. Mein Gott. Früher kamen Talane aus allen Winkeln Adelphas hierher, um für den besonderen Geschmack viele Sorkins zu zahlen. Jetzt bin ich hungrig, Häuptling. Wo kriege ich welche? Du findest sie in den Baumwipfeln. Du musst nur klettern. Aber lass dich nicht vom Großaufseher Mor beim Stehlen erwischen. Er ist weitaus weniger zuvorkommend als ich. Ich dachte für einen Moment, das ist Mor. Aber stimmt schon, der war auch viel, viel zu nett. Was ist Mors Problem? Mor ist ein ehemaliger Pflücker aus den Wipfeln, der davon träumt, Häuptling zu werden. Ah. Doch die Wipfelbewohner sind einfache Leute. Um zu führen, muss man ganz unten sein. Ganz unten? Du meinst ganz oben, oder? Ich meine Klasse und Würde. Nur Bewohner des Bodens verfügen über echtes Ansehen. Aha. Die Baumwipfel sind für die Ungebildeten. Leute ohne Manieren. Klasse kann man nicht lernen. Vor allem nicht jemand wie Mor. Ah, okay. Und deswegen, ich verstehe. Deswegen ist er so übereifrig. Das finde ich übrigens schön, weil hier sieht man es wunderbar, was mir am Spiel auch schon immer gefallen hat, dass es wirklich Motivationen auch gibt für die Charaktere. Mag vielleicht der Bösewicht jetzt ein bisschen plump daherkommen, fand ich die NPCs und alles schon immer sehr, sehr gut dargestellt einfach. Mit allem, was eine Figur braucht, ne? Auch eine Nebenfigur mit Wünschen, Ängsten, Träumen, Sorgen. Das ist schon was, was die hier beherzigt haben. Okay, wir gehen weiter. Wir wollen schnell mal ein paar Missionen machen. Emea, genau, Emea. Da. Oh, echt? Ja gut, der eine wollte unsere Hilfe nicht, ne? Und hier müssen wir noch ein bisschen erkunden. Ja, dann rede ich doch erst noch mal mit Mea. Also... Selbstverständlich rede ich nur mit denen, die ein Ausrufezeichen haben, nicht mit den normalen, den Unter-NPCs. Ihr seid ja nicht mal richtige NPCs. Aber so viel ist hier nicht. Da ist halt immer noch er. Ha,
Hallo, Shamas Nimit. Was? Bei den J? Ach nee, ist ein anderer. Wie hast du so schnell gelernt, Agarsorg zu sprechen? Moment mal. Höre ich da einen Shamasar-Akzent heraus? Echt? Ich glaube, die Jots haben was mit mir gemacht, als ich der Almayel ihre Botschaft überbrachte. Oh, verstehe. Immer schön mitlesen, Leute. Seien Sie. Es wird abgefragt. Sei vorsichtig, Ulukai. Die Aktivierung der Daokas hat die Aufmerksamkeit der Invasoren erregt. Also wo ist dein Daromon und wie kann ich ihn mir holen? Emeas Daromon existiert noch nicht. Der Häuptling des Dorfes erschafft einen Daromon als Zeichen der Dankbarkeit. Ah. Sprich mit den anderen Talanern und sie werden dir sagen, wie du ihnen helfen kannst. Wenn du ein guter Freund Emeas bist, solltest du seinen Daromon erhalten. Aber viel Glück mit Hatsu. Ja, wie man auf Alienwelten Freunde findet. Dieses Buch habe ich wohl im Regal liegen lassen. Ich versuche mein Glück hier und an anderen Orten, an denen ich vorbeikomme. Jawohl. Ja, wie gesagt, das mit Moa. Wollen wir noch mal kurz, einfach nur um euch zu erzeigen, dass man eben mit diesen Figuren wirklich auch viel gemacht hat, reden wir jetzt noch mal über Moa, der uns so ein bisschen auf den Sack geht. Wo finde ich Moa? Ah, nee. Für gewöhnlich okay. In seinem Haus auf dem Mond. Ja gut, das kennen wir ja. Er hat kein Glück bei der Ernte, okay. Was macht ein Shamas nochmal? Ich heile die Wunden des Körpers. In letzter Zeit heile ich viele Pflücker, die von den Bäumen stürzen. Ja, weil es immer weiter nach oben hinausgeht. Pass auf dich auf, Nemet. Gut. Bisschen was gelernt, leider. Wissen wir zum Beispiel jetzt immer noch nicht, das frage ich mich gerade mal, wie ich den Typ finde, der am Wasser ist. Das ist ja hier, sieht halt nicht aus wie Wasser. Hier sind Nebenaktivitäten. Gehen wir auch gleich mal hin. Die Gorgs. Truhen. Das ist eine gute Idee. Da gehen wir mal hin. Was ist das nochmal? Oh, der Außenposten. Ne, machen wir erst den Außenposten. Und dann am Ende haben wir halt dann das Portal aktiviert. Aber vorher müssen wir hier natürlich alles einmal machen. Okay, mit einem quatsche ich nochmal schnell. Ihn hatten wir auch schon. Was bedeuten die gelben eigentlich? Also die kleinen gelben Symbole auf der Karte meine ich jetzt. Das sind, glaube ich, keine Menschen, mit denen man sprechen kann, sondern, ja, eh keine Menschen, aber keine Talaner. Aber es ist schon irgendwie schön, man möchte automatisch so hoch wie möglich hinaus. Ah, so würde ich schon gerne leben. Ah, kann ich ein bisschen klauen. Einfach nehmen, was man findet. Mir. Meins. Oh. Kannst du mir helfen? Ich kann's versuchen. Der sieht nicht aus. Der klingt nicht, als könnte er mir helfen. Was weißt du über Kizar? Die Almayel und die Frauen stehen an der Spitze der talanischen Gesellschaft. Sie leben auf Kizar, einer Insel, von der aus sie früher regierten und die Kinder beschützten. Nur früher? Wie ist es jetzt? Kizar ist vom Rest Adelphas komplett isoliert und die Almayel kommuniziert nicht mehr mit unseren Häuptlingen. Abseits der Ukastok-Feier dürfen sich von den Männern nur die Shamas in der Stadt aufhalten. Doch selbst dafür muss ihn zuvor die Almayel herbeirufen. Seit dem Erscheinen des Speers kann keiner mehr Kizar verlassen oder betreten. Was weißt du über Morax? Morax sind köstliche Früchte. Ach so, okay, das sind die Morax. Was ist ein Daoka? Das sind kreisförmige Portale, die verschiedene Orte verbinden. Wir Talaner haben unsere Dörfer um sie herum errichtet. Ich brauche das ja nicht mehr. Ich weiß es nicht. Mir. Nee, weg. Weg mit der Waffe. Noch mehr. Ich liebe dieses blaue Helidium. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Cutter Slate und du? Das weißt du nicht? Ich bin Sotil, der grandioseste Weber in ganz Emea. Und sehr bescheiden.
Designer, ist Fashion Designer. Wo hast du das her? Na geil, er geht direkt auf die Klamotten, ne? War eine begrenzte Auflage. Der wird direkt. Lass mich wissen, falls du es verkaufen willst. Das auch mit diesem Ulukai-Logo drauf. Wird er direkt verkaufen. Ich hatte damals Original, True Story, Outcast, das Original hatte ich damals in der Special Edition, warum auch immer. Und da war ein T-Shirt mit dabei, als so eine Pille so getrocknet und dann so eingeschweißt. Und dann war das wie so eine große Pille einfach nur. Und ja, ich glaube, ich habe das nie geöffnet, nie irgendwo ins Wasser gelegt, sondern echt 20 Jahre später irgendwo verkauft oder verschenkt, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe es nie getragen und da war auch vorne so ein Ulukai-Logo drauf. Okay. Ich muss da noch etwas. Wir wissen ja im Grunde alles, ne? Alles Notwendige. Ja, könnt ihr mal gucken, alle. Cutter Slade, ich bin den ganzen Tag da. Okay, wir gehen jetzt in Richtung der Aufgabe. Bist du mit Tomb Raider durch? Nein, bin ich noch nicht. Also ich spiele ja alle drei Teile parallel und dadurch fehlt natürlich die Konzentration auf einen. Aber das macht mir sehr viel Spaß so. Und ich werde immer wieder mal die Teile weiterspielen, solange die Videos auch noch funktionieren auf YouTube. Sehe ich auch keinen Grund, das nicht zu machen. Es macht ja auch voll Bock, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr daran gewöhnt, sehr viel Spaß schon irgendwie damit gehabt. Okay, Fähigkeiten. Endlich kann ich mal was machen. Ach nee, da ist es ja. Genau. Das ist schon mal gut. Genau das wollen wir natürlich. Und das wollen wir als nächstes. Oh, da freue ich mich schon drauf. Mehr Gleitzeit. Was ich bräuchte, wäre dieser Hover-Jetpack, der dazu sorgt, dass ich aus der Luft ballern kann. Weil das mache ich eigentlich sehr gerne. Das mache ich immer am liebsten. Ups, sorry, mein Fehler. So, was ist noch? Nichts mehr da! Eine Muni. Man hat auch wirklich nur in den 90ern Muni so genannt, oder? Oder nennt man, sagt man das heute auch noch? Ja, sagt man, ne? So ein sehr Gamer, ein sehr krasser Gamer-Begriff, glaube ich. Kommt heute noch Tomb Raider? Ne, heute nicht mehr, heute. Weil ich ja auch ein bisschen Zeit haben will für Tomb Raider und jetzt nochmal so neben 2 Stunden... Outcast nochmal 3 Stunden Tomb Raider, da habe ich glaube ich heute nicht die Energie für. Ich bin immer noch ein bisschen, ich bin jetzt gesünder, aber ich bin immer noch ein bisschen krank. Und ich habe auch gerade, ich komme ja gerade aus Hamburg und war dann noch einen Tag neben Rocket Beans noch einen Tag länger in Hamburg, war bei Be Quiet, haben wir lustige Sachen gedreht. In bester Tradition der Biodynamic Spots mit Booty machen wir da etwas ähnliches. Und bin jetzt halt erst auch wieder zurückgekommen und bin so ein bisschen gerädert. Ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt abballern muss, ne? Oder ob das auch in die Schlangenfresse schön den Docht abgezuppelt. Das ist ganz geil.
Aber da würde ich eigentlich normalerweise nicht so nah ran. Ich weiß so, der ein oder andere Bondage-Fan findet das jetzt richtig nice. Und irgendeiner sagt, ey, ich habe einen Dildo, der so aussieht. Aber, ah, seht ihr? Ah, okay. Hier lang, ja. Nur die Leute, die beim Bund waren, sagen Mund. Prima. Bund und Gamer. Aber das ist ja dasselbe. Ich hätte mehr schilden müssen. Wo ist denn bitte die Ohrenratte, die im Intro noch so schön war? Wo ist die geblieben? Ja. Also gerade die Schussgefechte sind jetzt mal im Direktvergleich so viel besser als früher. Ist ja irgendwie auch nicht verwunderlich. Damals waren es... gab es halt noch keine Deckungsshooter. Heute hat man sich bewusst dagegen entschieden, aber dadurch, dass das Areal ja immer so viel Deckung bietet, kann man eben wunderbar einfach, ne, trotzdem seinen kleinen Deckungsshooter daraus machen. Aber das war früher viel schwieriger in Outcast. Wirklich. Ich brauche mehr Bewegungsfreiheit für den Jetpack. Von wegen will ich, dass ich kann. Oh shit. Das, ich will doch die ganze Zeit das machen. Krass. Okay, die halten doch sehr viel aus. Der Nahkampf ist dann doch nicht wirklich das Richtige. Das sollte man doch vielleicht nur mit den organischen Lebewesen machen und nicht. Oben links, ne, seht ihr die Energie. Aber das bringt leider nicht so viel, wie man denkt. Muss man noch ein paar Mal nachheilen. Das hatten wir schon. Ach du Schirsel! Haben wir jetzt das Ding, was wir schon befreit haben, ne? Hacke alle Terminals, um an den... Ah, okay. Da sind noch... Kann das überhaupt so sein? Sind da noch weitere Terminals? Oder ist es nur die Standardaufgabe? Weil hier habe ich, glaube ich, alles. Und mehr ist ja auch nicht. Da ist noch was. Vielleicht geht das auch nicht. Naja, scheinbar geht's nicht. Okay. Ach, sowas ist einfach toll. Dann ist ja eh auf dem Weg. Gehen wir hier hin. Okay. Und diese Schreine sind... Zumindest waren sie das in der Demo ein bisschen kniffliger. Da gehst du nicht einfach nur hin, machst ihn an. Irgendwie, da musst du schon auch so Rätsel lösen, sag ich jetzt mal. Oh oh. Holokai, hörst du mich? Immer doch. Emahid, einer meiner Dolotai-Wächterinnen, ist auf einen altehrwürdigen Altar gestoßen. Kannst du ihn dir ansehen? Ich markiere die Position auf der Karte. Ja, sicher. Wenn du das für wichtig hältst. Danke, Holokai. Ich glaube, er ist mit dem Phantasma-Schrein in der Nähe verbunden. Ich habe bereits ähnliche Altare gefunden, konnte aber nie herausfinden, wie oder warum die Altehrwürdigen sie genutzt haben. Sag nichts mehr. Du hast mich überzeugt. Ulukai, falls Emahids Info stimmt, sollte in deiner Nähe ein Altehrwürdigen Altar sein. Kannst du ihn finden? Altehrwürdigen Altar. Klar. Ich sehe mich um. Slate Ende. Ah. Ah.
Na, jetzt hab ich keinen mehr. Das ist der, ne? Das muss der Phantasmaschrein sein, von dem Leas gesprochen hat. Also ich bin ja wirklich kein Fan von diesen Geschicklichkeits-Zeitlimit-Geschichten. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu überhand nimmt. Du darfst in den Seelentempel, aber erst wenn du vorher durch 25 Säulen gesprungen bist. Ich hab's geschafft. Wie es scheint, hat das Phantasma irgendeinen altehrwürdigen Mausoleum geöffnet. Lass mich es dir beschreiben. Ich sehe, wo du bist. Einer der... Wir machen... suchen uns direkt schon mal während des Gesprächs die nächsten Aufgaben. Parcours will ich eigentlich gar nicht so sehr. Das ist gut. Außenposten. Phantasmaschreiner, du bist in ihm drin? Ja. Gelobt seien die Jots. Wir wussten, dass Phantasmaschreine wichtig sind, haben aber nie einen Weg hineingefunden. Ich kann es kaum erwarten, Emahid davon zu erzählen. Naja, der war jetzt nicht wirklich groß. War ungefähr 10 Quadratmeter. Es gibt weitere Phantasmaschreine auf ganz Adelpha. Wenn du diesen öffnen konntest, kannst du wahrscheinlich alle öffnen. Sprich mit Emahid beim Dolotai-Lager, wenn du mehr wissen willst. Ich behalte das im Hinterkopf. Danke, Elias. Slate Ende. Darf man wissen, woran du gerade schreibst? Das mehrfach erwähnt, jetzt auch im Omnis Daily wird es eine Autobiografie. Nee. Es wird eine Autobiografie. Ich hatte mal eine Idee, ja, für eine Autobiografie-Titel. Und auch dann auch für ein Konzept in 100 Schritten zu Simon Kretschmer. Aber letztendlich habe ich da nie was draus gemacht, außer hier und da mal was zu schreiben. Aber nein, das wird eine Sammlung von bösen, kleinen, bösen Kurzgeschichten. Das trifft es, glaube ich, am besten. Komme ich wahrscheinlich nicht durch. Das ist ein Kraft. Ja, klar. Ich komme nicht durch. Kommt er nicht durch. Vielleicht. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Vom Hügel aus. Vielleicht untertunnelt. Ah, ich glaube, auf der Karte in der Stadt habe ich mich ja gefragt, was diese kleinen Talana-Köpfe sollen. Vielleicht sind das diese Aufgaben. Trotzdem frage ich mich, ob man hier doch nicht irgendwie reinkommt. Ja, aber ich bin, was Geschichten angeht, mittlerweile sehr routiniert. Jeden Tag 1 bis 3 Seiten läuft. Deswegen bin ich auch ein bisschen weniger am Streamen, aber ich habe mir vorgenommen, das jetzt wirklich mal auch mich nicht zu hetzen, aber gleichzeitig auch regelmäßig was zu machen, und irgendwas fällt halt hinten immer wieder über. Aber ich habe jetzt eine Geschichte, die ist jetzt 22 Seiten lang oder so. Ich glaube, wenn die fertig ist, wird die so 25, 26 sein und meine längste Geschichte bis hin. Und da quäle ich mich gerade einfach durch, damit die fertig wird. Und das ist einfach schön, schönes Hobby.
Oktober kommt das Buch. Nee, ich glaube, da kann ich jetzt später hin. Die wollen nicht. Oder tauchen. Ah, das könnte die Lösung sein, ja. Das ist ja geil. Diese Salatköppe. Oder so, so ein Gehirn. Gehirnobst. Oder halt, ja, auch wie dicke Hoden. Die gehst du mit auf die Hodenwiesen heute. Wollen wir uns auf die Hodenwiesen legen? Nee, die Hoden, die sind immer so, die schrumpeln immer zusammen und dann haben auch ein paar von denen am Haare und ich finde das irgendwie nicht so geil. Die sind auch immer irgendwie so ein bisschen. Findest du nicht auch ein bisschen komisch? Die sehen halt aus wie, ne, die Hoden halt. Jo, deshalb ist ja auch der Hoden, die Hoden. Jetzt hören wir auf. Ah, nee, das geht bis runter. Die sind so smart, diese Schutzschild-Leute von heute. Mann! Okay, das ist es nicht. Dann machen wir mal so eine Nebenaktivität. Wobei, eigentlich würde ich gerne... Kann ich mich auch hier hin beamen? Nein, Schnellreise? Ja. Sowas ist immer sehr gut. Ist halt kein Elden Ring. Hat die Basiswaffe unendliche Muni? Also im Grunde ja. Aber sie schießt nach einer Weile langsamer. Die Jots wollen mir mit diesen Visionen etwas zeigen. Aber was? Dass du dich um dein Kind kümmern sollst, sagen die dir seit einer Weile. Gehen wir zu Mami? Wir sollten uns erst unterhalten, Kleines. Nur wir beide. Na komm. Du hast ein Geschenk für mich? Aus einer anderen Welt? Einer anderen Dimension, um genau zu sein. Ja, klar. Mein Freund Sokrin muss sie mir zugesteckt haben, als... Sie ist für dich hier. Also du hättest jetzt auch mehr machen können, als so ein dummes Licht. Es ist ein Amulett aus einem der magischen Steine, die es auf Adelpha gibt. Mama hat auch eins. Steht ihr sicher prima. Okay. Er hat dir das Geschenk. Pass auf, Camilla. Ich muss dir was sagen. Du musst jetzt stark sein, Kleines. Batman ist Bruce Wayne. Dieses Amulett hat Leas gesucht, als ich sie getroffen habe. Ich hatte es offenbar da. Das ist ein geiles Tier mit diesen Blasen, diese Luftblasen, mit denen er wahrscheinlich fliegen kann, weil da Helium drin ist oder was weiß ich. Vorne so ein Rüssel, hinten ein Schwanz wie ein Guppi. Was erst nach Kisar, wenn ich der Almayel einen Daruman bringen kann. Ulukai, bist du da? Ja, Lias. Du klingst besorgt. Ich weiß, dass deine Priorität ein Treffen mit der Almayel ist. Aber wenn du in Kisar bist, würdest du bitte nach meiner Tochter sehen? Ihr Name ist Ishana. Ich habe sie seit so vielen Zyklen nicht mehr gesehen. Sie fehlt mir. Ich sorge mich um sie. Ja, selbstverständlich. Ich werde sie finden. Ich vermisse sie so sehr wie ihren Vater Jan. Er ist während des Angriffs der Invasoren umgekehrt. Zusammen mit allen männlichen Dolotai. Sie waren unsere geliebten. Das glaube ich nicht. Das ist wirklich Jan Keller. Ich wünschte nur, die Almayel hätte seiner Warnung Beachtung geschenkt, statt die Dolotai-Wächter aus Kisar zu verjagen. So wäre Jan noch immer an meiner Seite. Ich werde sie herzlich von dir grüßen. Danke, Ulukai. Ich weiß zu schätzen, was du für mich tust. Keine Ursache. Slate Ende. Bereit für eine Herausforderung, Ulukai? Scheißen Ventilopen in den Wald? Natürlich bin ich bereit. Folge der Reihe an Pflanzen, die dort beginnt. So solltest du zu einem besonderen Geschenk kommen. Falls du wirklich so talentiert bist, wie du tust,
Dann warten weitere angenehme Überraschungen auf dich. Dann halte ich meine Augen offen. Lass deine Augen in Ruhe. Lass deine Augen in Ruhe. Das ist sehr gut. Okay, neu starten. Wir haben es verstanden. Es sind halt viele kleine so Jump and Run Geschicklichkeitstests. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Aber gut, eigentlich glaube ich, wollen die halt vor allen Dingen, dass man die Beweglichkeit mit dem Jetpack auch wirklich macht. Ich dachte, ich kann da hoch oder so. So. Ich dachte, ich kann da drauf laufen. Ey, das ist so schwer, das anzupeilen. Ah, okay. Es geht zu. Okay, das gibt einen extra Jump. Wow! Nee? Das ist der falsche Weg. Ja, toll! Warum? Okay. Und was ist jetzt das? Das ist der falsche Weg. Ich glaube, die Richtung stimmt nicht. Könnt ihr mir sagen? Ach, fehlende Fähigkeit. Deswegen, ich kann diese Dinger noch nicht benutzen. Deswegen, ja, ich dachte vielleicht, wenn ich besonders gut bin, kann ich es trotzdem. Aber nee, ich stelle es raus. So ist es nicht. Also, da sind die kleinen Sachen, die man machen könnte. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Wir sollten uns doch mal darum kümmern, ne? Nach Kisar. Haben wir doch eigentlich schon gemacht, ne? Ist ja auch schon ausgewählt. Okay, das ist ja das Erste, ne? Weiß ist, haben wir nicht genug, oder? Ja, wie kommen wir denn da durch? Frage ich. Vielleicht gar nicht. Mit dem Daoka. Ne, auch nicht, ne? Das wird auch nicht gehen. Vielleicht muss ich wirklich einfach laufen. Oh, ich war mir so sicher, dass ich das nutzen kann. Nee. Ich habe es hier einfach nicht richtig gemacht. Ich muss hier irgendwas... ich bin einfach falsch hier. Ich kann hier scheinbar noch nicht hin. Oder ist das hinter dem... Keine Mission verfügbar. Schnell Reise bringen. Ich leider woanders hin. Dann machen wir halt erstmal das weiter. Wie steht dieses Spiel im Verhältnis zu Outcast Second Contact? Naja, Second Contact ist ja ein Remaster vom ersten.
und ist somit der Vorgänger zu diesem hier. So, jetzt will ich mal schauen, ob man die... Die haben wir doch schon, ne? Ja. Da war noch was. Das war's, genau. Dark im Umfeld des Dorfes aussuchen. Vielleicht kennen wir auch Orten. Das ist gut. Echt? Dahin? Dark scheint der örtliche Unruhestifter zu sein. Mit ihm zu reden, könnt ihr Einblicke in den Alltag von Emea verschaffen. Das ist ein sehr guter Tipp. Das meine ich mit, das ist halt echt groß und man müsste mit sehr vielen Leuten reden, um den Weg zu finden. Und es ist ein guter Service, finde ich, dass sie einem das so ein bisschen helfend ablehnen. Geil. Wirst du Rise of Ronin zocken? Ja, habe ich vor. Ich hoffe, ich kriege einen Key, aber das habe ich natürlich vor. Alter, ey, das ist nicht schlecht. Da habe ich die perfekte Minimats für, ohne Scheiß. So, was ist hier? Gehe ich da runter? Okay, Achtung! Ah, leider nicht durchs Dach gefallen. Das wäre so cool gewesen. Das habe ich schon mal gehört. Was willst du, Lias? Dir untertänigst ein Zeichen des Danks der Dolotai-Wächterinnen anbieten. Ich habe auf deiner Karte eine Position markiert. Es ist eine Überraschung. Wow. Welcher von diesen Orten? Das. Oh, jetzt habe ich den Text leider gekillt, die Ausgabe. Ja, ich nehme an, das ist wieder dasselbe, ne? Wieder so ein Ding. Nee, das bin doch ich. Da bin ich doch. Das hier vielleicht. Ja. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir haben doch gerade den Dude am Wasser entdeckt. So, man hätte wahrscheinlich auch einfach nur aufgrund der Angabe erst am Wasser den Ort finden können. Hi. Was geht hier vor? Oh mein Jott! Unglaublich! Oh mein Jott! Haben die Jots dich zu Dark geschickt? Das wüsste ich auch gerne. Die Jots sind gerade alles andere als eindeutig. Wer ist Dark? Ich bin Dark. Deine Suche hat ein Ende. Dies ist der richtige Ort. Der richtige Ort? Was tust du hier? Ha! Sollte der Bote der Jots das nicht wissen? Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, was sonst? Ich wollte Kasmirs Werk fortführen. Daher hörte ich auf, in den Wipfeln zu arbeiten und gab all meine Sorkins für einen Taucheranzug aus, der nicht funktioniert. Schließt du dich mir an? Kommt darauf an, würdest du ein Nein akzeptieren? Oh, but no. Das klingt nach einem Ja! Komm, es gibt viel zu tun. Wie mein Vater zu sagen pflegte, Übung macht den Meister. Ist dein Vater hier? In gewisser Weise. Er wurde am Grund dieses Sees umgekehrt. Ich versuchte ihn zu retten, doch ich kann nicht schwimmen und wurde beinahe selbst umgekehrt. Ich fürchte mich so vor Wasser. Tut mir leid, das zu hören. Bist du nicht Fischer? Du solltest schwimmen lernen. Übung macht den Meister. Ja gut, nicht, er ist nur gern am Wasser. Warum baust du dir eine Hütte am See, wenn du nicht schwimmen kannst? Die Jots verspotten mich, weil mir eine Wandlungszeremonie verweigert wurde. Wieder und wieder prüfen sie mich mit Wasser. Doch ich kann unmöglich ein Eluetalaner sein. Ich hasse Wasser. Vater hasste es auch. Aber ich werde zuletzt lachen. Ich werde mein Schicksal erfüllen. Das ist interessant. Das ist interessant, finde ich. Was für ein Schicksal wäre das? Die Altehrwürdigen markierten hier einen Fels, den mein Vater Millionen von Monden später fand. Auf dem gravierten Fels steht, dass sein einziger Sohn in einem See ein Artefakt entdecken wird. Ein Artefakt, das Emea vor dem Untergang bewahrt. Er wollte es für mich holen, doch... Ja, dann war er wohl nicht der Auserwählte. Jetzt fürchte ich das Wasser noch mehr.
Kann ich mir diesen Fels mal ansehen? Mein Vater hat ihn allen gezeigt. Ich musste den Text sogar auswendig lernen, falls er zerstört würde. Keiner glaubte uns. Wer glaubt schon noch an Prophezeiungen? Ja, ich fühle mich so ein bisschen an Book of Mormon zu erinnern. Und hier stehe ich brabbelnd in dem Glauben, die Jots hätten dich geschickt. Wie dumm von mir. Apropos Prophezeiungen. Vielleicht hast du schon mal vom Uluka gehört. Kind of a big deal. Bei den Jots? Natürlich! Mein Vater erzählte mir alles über den Retter Adelphas. Das bist du? Das scheint Leas zumindest zu glauben. Ich erinnere mich kaum an früher. Die Jots haben unsere Begegnung geplant. Ich werde dir den Text zeigen, Ulukai. Gemeinsam werden wir Emea retten, während du Adelpha rettest. Sicher. Wie könnte ich mich so einem Enthusiasmus widersetzen? Zeig mir den Felsen. Folge mir. Da zeigt er mir jetzt seinen Felsen. Hier ist es. Ja, sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall eine dichte Geschichte. Du gehst voran. Ich bin meines Vaters Hazardes noch nicht würdig. Was ist das? Nicht anfassen! Es ist uralte Magie! Was zur... Kreide? Ulukai? Bist du in Ordnung? Dark. Das hier solltest du dir einmal ansehen. Allmächtige Jots! Du hast das berührt! Was hast du getan? Kasimir hat es immer verboten. Oh. Weil er dich verarscht hat. Wenn die Altehrwürdigen keine albernen Kritzeleien mochten, hat sich dein Vater wohl einen Scherz erlaubt. Äußerst verwirrend. Wann warst du das letzte Mal hier? Ich war jung und naiv. Es gibt kein Artefakt. Kein Abenteuer. Ein ruiniertes Leben für eine falsche Prophezeiung. Manchmal täuschen uns die Erinnerungen. Du weißt schon, wir sehen, was wir sehen wollen. Er hat gelogen. Es waren alles nur Märchen. Ich bin ja so dumm. Ich sollte meine Umkehrung planen. Na, also jetzt komm. Es hinter mich bringen. Hey, Kasimir hat seine Geschichte vielleicht etwas ausgeschmückt, damit sie unterhaltsamer wird. Kinder langweilen sich recht schnell. In den Seen gibt es nichts. Alles andere ehrt weder meines Vaters Andenken noch meines. Warte mal. Nicht alles auf der Tafel ist von deinem Vater. Hier gibt es alte Symbole, siehst du? Ich weiß, was du versuchst. Aber Harz hat recht. Ich muss erwachsen werden. Ja, warte mal jetzt mit dem Umbringen. Siehst warte du diese mal kurz. Form hier? Hier? Ich glaube, ich weiß, was die sind. Und das X ist der Schatz. Oh mein Gott! Du hast recht, Ulukai! Das ist eine Karte der Seen. Und in diesem hier muss etwas liegen. Wir sind nah dran. Ich spüre es, Partner. Wir sind Partner. Partner? Mal ganz sachte, Dark. Ich helfe zwar gerne, hab aber eigene Ziele, verstehst Partner. Du? Ich bin so aufgeregt. Du musst in den See tauchen, Ulukai. Du musst Emea retten. Hast du überhaupt gehört, was ich gerade... Wir sehen uns am See! Von diesem Tag wird man noch singen! Gehen wir! Das ist so ein bisschen, ne? Als ob man einfach in so eine Welt kommt, wo die IQ-Punkte random verteilt sind. Die sind alle ein bisschen crazy. Manche sind sehr wissend, andere sind wie Kinder. Aber auf jeden Fall unterhaltsam und auch sympathisch. Aber ein bisschen doof sind sie schon alle. Die brauchen immer so einen Arschtritt, um die einfachsten Sachen zu raffen. Ach wie, ich soll vorm Kacken den Deckel hoch. Ach, oh mein Gott, Ulukai, danke. Ohne dich. C2 Killer Insekt. Einer der schlimmsten Horrorfilme ever. Und die sehen genauso aus. Ich bleib dabei. Au, au. Da. Hier ist nämlich so ein gelbes Symbol, das glaube ich dafür steht, dass man den Ruf verbessern muss, indem man seinem Ruf nachkommt und den Leuten hilft. Ach, hier ist er. Hey, Dark. Da bist du ja, Partner.
Ja, lass uns doch einfach loslegen, oder? Was ist mit Prokriana passiert? Etwas Schlimmes. Immer das Gute sehen, Dark. Das Gute. Jemand hat dir die Wandlungszeremonie verweigert? Danke, das waren die Invasoren. Für das Lob. Sie haben die Daokas abgeschaltet. Nee, Mann, das ist Lob. Die Portale, die unseren Planeten verbinden. Jetzt ist die Reise zum Phantasmabrunnen zu lang und zu gefährlich. Okay. Der Zeremonienmeister von Palana, Herax, kann das heilige Ritual der Wandlung nicht mehr durchführen. Und soweit ich weiß... Das haben wir tatsächlich schon gelernt, dadurch, dass sie nicht mehr ihr Haus finden können, sozusagen, ihren Job, sind die so ein bisschen aufgeschmissen. Weil die keine Wandlungszeremonien mehr haben, die können auch nicht mehr bumsen, weil sie irgendwie keine... diese Orgie nicht mehr machen. Also es ist wirklich ganz unangenehm. Ey, das habe ich jetzt gar nicht erst gesehen. Okay. Erbel hier diese Geschichte. Ich habe hier... Was ist denn eigentlich? Kann ich das nicht wieder wegmachen? Genau. Oh, es scheint eine Mission verfügbar zu sein. Nee. Das Artefakt finden. Ja. Danke. Orten. Mich orten wahrscheinlich, ne? Laut dem gravierten Fels müsste sich Darks Artefakt irgendwo im nahegelegenen See. Er hat schon danach gesucht, aber ist dann erfolgreich. Tauche unter. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Jetzt vermisse ich den Tomb Raider Hechtsprung. Haben wir leider nicht. Was ist das denn? War's das schon? 10 Meter! 10 Meter hätte der tief tauchen müssen! 10 Meter! Du hast es gefunden! Oh mein Gott! Wuhu! Unglaublich! Dein Vater war wohl doch kein Spinner. Hier ist dein Artefakt. Wenn er das nur sehen könnte. Es ist so... so... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Geht mir genauso. Aber hey, es schwebt. Das ist schon mal ein Anfang. Nicht sicher, wie wir damit die Invasion bekämpfen sollen. Aber finden wir es gemeinsam heraus. Dein Schicksal ist mit meinem verbunden, Ulukai. Mein Vater wäre stolz. Ich glaube, dass man den Planeten mit alten Artefakten möglich macht, gegen die Invasoren selbst zu kämpfen. Irgendwie sowas, ne? Man installiert so eine alte Maschine oder so. Irgendwie hat das für mich so einen Flair. Hat Kasimir eine Anleitung oder so etwas erwähnt? Vielleicht auch ganz anders. Er meinte nur ständig, es würde unserem Volk helfen. Er wollte Hatzo davon überzeugen. Hatzo muss das sehen. Okay. Ich werde dieses Ding nach Emea bringen. Vielen Dank, Ulukai. Für alles. Das Licht auf dem gravierten Fels. Ah. Glaubst du wirklich, das ist der Geist deines Vaters? Was ist ein Geist? Das ist Kasimirs Hazardes. Er wurde umgekehrt, bevor er sein Schicksal erfüllen konnte. Daher verweilt sein Hazardes hier und kann nicht nach Palana, bis er es getan hat. Kasimir muss seinen Frieden finden, bevor er zu den Jots kam. Krass. Okay, das auch noch. Komm jederzeit wieder. Nein! Ich muss das Ding dahin boxen. Ich glaub's ja nicht. Habt ihr das erwartet? Habt ihr nicht erwartet, ne? Niemand hat sowas erwartet. Niemand erwartet die Cutter Slate Steinschmeißerei. Wo ist denn der Stein? Da ist der Stein! Das ist ja zu geil, Leute! Guckt euch das an! Rocket League! Komm jetzt! Das ist wirklich super dumm! Aber irgendwie mag ich's! Aber es ist super dumm! Geh mir nicht auf den Sack, Vogel! Kannst du auch noch irgendwie anders? Nee, er kann nur hauen. Heute nur hauen. Vielleicht kann ich auch noch dashen, so? Ja, okay.
Nee, das geht leider nicht. Okay, das geht leider gar nicht. Nahkampf gegen die. Au, blöder Vogel! Ah, okay, also Tränke herstellen geht auch. Sehr schön. Weitergehauen. Hallo, Predi MTG. Ihr seid hier genau beim richtigen Spiel und im richtigen Moment gekommen. Es sieht ein bisschen dämlich aus. Ich gebe zu, es sieht ein bisschen dämlich aus. Aber das ist nur für den Moment. Ansonsten ist es ein sehr immersives, realistisch anmutendes Sci-Fi-Epos. Da ist aber ein riesiges Minigolf. Also Maxi-Golf sozusagen. Shit. Die waren noch nicht mal auf dem Weg zu mir, ne? Die wollten einfach irgendwie schnell zum Kiosk. Aber zu spät. So ist das halt. So ist es in Berlin auch. Mir doch egal, wo du hin willst. Du bist da, wo ich bin, also kriegst du aufs Maul. Ich muss mal wieder ein paar Berliner Geschichten erzählen. Ich hatte schon wieder vor kurzem schon wieder ein paar Berlin-Geschichten. Das Problem ist, ich will keine bösen Geschichten mehr erzählen. Aber mir passieren nur solche. Okay, so. Es kommt eine riesige Kugel auf uns zu. Nein, nein, das ist nur hier der Ulukai. Irgendwo wird jetzt... Genau, wo ich gerade sage, irgendwo wird jemand davon zerquetscht. Macht Platz, meine Freunde. Ich habe freie Bahn. Hey, Robin Hood. Senk den Bogen, okay? Du kannst mir nichts befehlen. Also gut. Jetzt beruhigt euch alle mal. Dieses dreckige Stück Müll stinkt fürchterlich. Warum bringst du das her, Fremder? Ich befehle dir, es zurück an seinen Fundort zu bringen. Sofort. Hatzo, hör mir zu. Dag? Ich... Wir haben das Relikt, das Kasimir gesucht hat. Natürlich steckst du dahinter. Du brabbelnder Trottel. Damit retten wir das Dorf vor den Invasoren. Genau wie die altehrwürdigen Prophezeiten. Unsinn. Willst du, dass wir alle umkehren? Was? Nein. Hier gibt es nichts zu sehen. Geht auseinander, bevor die riesige schwebende Kugel nichts zu sehen. Mach da so einen kleinen Absperrseil, mach mal da rum, so ein bisschen mit dem Band mal. So machst du so einen kleinen Absperrband. Vielleicht ein paar Hütchen. Dahl kennt vielleicht jemanden, der bei der Identifizierung des Artefakts helfen könnte. Naja, dann nehme ich mal an, es ist jemand, der sich jetzt hier gerade auf diesem Marktplatz mit dieser Kugel befindet. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen also für alle, die auch neu dazugekommen sind, wir müssen wie immer verschiedene Quests erledigen, um dann ins nächste Gebiet vorstoßen zu können. Das geht hier durch Stargates und dieses Land hier, dieses Dorf hilft mir nur, wenn ich denen helfe. Und soweit ja auch okay. Mit Dark über die Identifizierung des Artefakts sprechen. Das ist das Letzte, ne? Okay, jetzt muss ich wieder zu ihm. Das ist so ein bisschen der Hängi am Wasser. Und ich muss sagen, bisher komme ich mit der Karte gut zurecht. Ist es ein Remake oder ein neues Spiel? Es ist die Fortsetzung zu dem sehr alten Titel mit aber so genug Erklärungen allem, dass man wirklich sagen kann, ihr könnt auch den zweiten bedenkenlos einfach kaufen. Ihr könnt aber auch den ersten Teil für 1,50 Euro euch bei Steam holen. Das finde ich ein sehr guter Deal. Und dann, dass sie remastered sogar, die sieht auch schon echt gut aus. Und dann könnt ihr die Vorgeschichte spielen. Aber ihr könnt auch den zweiten spielen. Nur der zweite kostet natürlich dann doch ein bisschen mehr. Der kostet 60 Euro noch. Der ist heute rausgekommen.
kann man durchaus überlegen, erstmal den ersten spielen und wenn man damit durch ist, dann ist der zweite wahrscheinlich schon wieder runtergesetzt. Ach, da vorne ist es hier. Aber das geht leider unter Wasser nicht, ne? Oh, doch, doch, doch! Das ist toll. Die Entwickler wissen, dass man sich gerne heutzutage schnell bewegt. Es muss alles schön dynamisch sein. Ist der jetzt wieder zurückgelaufen? Oder was? Ins Dorf? Ich dachte, der wohnt jetzt hier am Wasser, am See. Du gehörst mir. Tja, scheinbar. Dann muss ich das mal gerade suchen lassen, und zwar Orten, Y. Na okay, das konnte ja keiner wissen, dass der dann jetzt da ist. Oh, man kann ja auch normal rennen. Sollte ich vielleicht auch mal mehr machen. Auch wenn es ein bisschen so aussieht, als hätte er die Hose voll. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Da glaube ich nur die Perspektive. Das sind Bäume. Alle wollen sie Hilfe. So, ich suche aber... den da... Dark. Da ist er ja. Ein paar Leute haben gesagt, der wäre von Dalukart synchronisiert. Das fände ich ja sehr interessant. Vielleicht war es auch der Charakter eben. Ich glaube, ihr meint schon den. Ich kann es nicht, könnte es nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht genau. Magischer Schatz sind in aller Munde, Kumpel. Das gefällt mir nicht. Ich spüre ihr Misstrauen. Hoffentlich ist das Artefakt hier sicher. Im Meer hat viele Bewohner. Ob jemand weiß, worum es sich handelt? Das weiß keiner. Es ist zu... Warte! Nemet! Er ist der Älteste im Dorf. Der Opa. Er hat viele Schriftrollen gelesen. Sogar einige der Ältesten. Vielleicht hat er eine Idee. Würdest du bitte mit ihm reden? Ich muss hier auf das Artefakt aufpassen. Die Bewohner werden zu neugierig. Vor allem Asan. Ich freue mich jetzt schon. Da kommt der... Ich meine, so habe ich euch das ja gesagt, ne? Dass das genauso sein wird, dass man viel reden muss. Aber das ist eben auch wirklich toll. Es ist nur nicht für jeden. Nicht jeder mag das. Viele Leute klicken ja auch Dialoge und alles schon weg bei anderen Spielen. Ich meine, die Kämpfe machen ja auch Bock. So ist es nicht. Aber das ist schon das halbe Spiel. Wo ist er denn jetzt? Hier ist er, ne? Nemeth, er hat, man sagt von ihm, er hat alle Bücher in Skyrim gelesen. Nein, du sollst hier reden, wollen wir. Hallo, Shamas Nemeth. Du redest mit mir. Darf ich fragen, wie alt du bist? Älter als eine frische Hoti und jünger als ein Feebaum. Du bist der Meister im Fragen ausweichen. Ich bin ein Meister darin, meine Emotionen zu kontrollieren. Beim nächsten Talaner, den du das fragst, solltest du mit Wut rechnen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich frage nur wegen dieses Dings, das wir aus dem See geholt haben. Es wirkt sehr alt, uralt. Ich dachte... Ja, aber wie du, weil du bist ja auch eine alte Pflaume. Schriftrolle davon gelesen oder so. Ich habe zwar viele Schriftrollen gelesen, banale und spektakuläre, doch an so ein Objekt erinnere ich mich nicht. Er sieht aus, als stamme es aus der Zeit vor den Talanern. Also, der Rosinenmann kennt das Ding auch nicht und das will schon was heißen. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die würde ich direkt übernehmen. Lässt sich Outcast 2 mit Elex ohne Ruhrpott-Humor, aber gleiche Konversationsdynamik beschreiben? Na, perfekt. Genauso kann man es wirklich beschreiben. Wo finde ich informative Schriftrollen?
Vielleicht kann Dark sie mir vorlesen. Nur ist er manchmal beim Fragen in Gesprächen zu leise. Die meisten Witwe- ist ganz Bewohner komisch, als wären wir alle außer vielleicht ticken zu leise hat sich weitergebildet. Am besten im Gespräch, aber er noch mal länger, noch mal leiser. Ja, ich habe wohl meinen Bibliotheksausweis verloren. Kann ich mir deinen ausleihen? Ah, ein Witz. Sehr witzig, oder? Verzeih, wenn ich nicht lache. Dauerhafter Humor trübt die Reinheit des Phantasmas. Ah, ist also eine deutsche Erfindung. Phantasma ist offensichtlich eine deutsche Erfindung. Pass auf dich auf, Nemet. Nemet Scholl. So. Hui. Da haben wir doch gut was erreicht, finde ich bisher. Gucken wir mal, was noch geht. Ich würde schon gerne noch das Geheimnis aufdecken. Aber haben wir doch. Moment. Habe ich nicht mit ihm über das Artefakt alles besprochen? Hallo, du bist du. Wo liegt die Dano-Bibliothek? Gute Frage. Gibt es sie noch? Wurde die Dano-Bibliothek bei der Bombardierung Prokrianas komplett zerstört? Oder steht noch ein Teil davon? So eine, ne? Du solltest das herausfinden. Alexandria oder wie hieß das? Eine von diesen, diese unfassbare Bibliothek, die verloren gegangen ist. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber sowas in der Art vielleicht. Dabei umgekehrt. Es muss Überlebende geben. Der Assistent des Bibliotheksleiters soll angeblich am Tag des Zorns der Invasoren der Umkehrung entgangen sein. Wenn er noch lebt, muss er inzwischen sehr, sehr alt sein. Älter als du, Rosinenmann? Wie heißt er? Sein Name ist Kurek. Schon damals, als ich in jungen Jahren Schriftrollen auslieh, hörte er bereits schlecht. Die Bomben haben seinem Gehör wohl kaum geholfen. Er könnte deine beste Chance sein, euer Artefakt zu verstehen. Der wird einfach taub sein. Er verbrachte sein gesamtes Leben mit dem Studium alter, mittlerweile verlorener Schriftrollen. Cool, was? Ich werde ihn mal suchen. Danke, Nick. Ich würde dir ja Glück wünschen, Fremder. Doch jeder ist selbst dafür verantwortlich. Vergiss das nicht. Hast du schon? Schnell mal den Fähigkeitenbaum benutzen. Hier. Geil. Schnelles über den Boden gleiten. Und danach hätte man den Boost. Und in der Luft ausweichen. Ja, gut. Oder der Gleiter ist aber das Allerbeste. Mal von diesem Kurek gehört? Ich wollte mich gerade melden, Ulukai. Ich habe etwas Seltsames entdeckt. Und da du nach Prokriana musst, aktiviere ich ein Daoka, damit wir persönlich miteinander sprechen können. Also die glauben gut. Schon alle, ne? Kann ich direkt eine Sekte gründen? Treffen wir uns. Okay, dann springen wir mal ins Daoka. Nee, wir gehen direkt hin. Du hast es geschafft. Wie hast du das angemacht? Alter, sieht das schön aus. Das ist merkwürdig. Erinnerst du dich an die Entführung meiner Dolotai bei unserem Treffen? Ich habe an exakter Stelle einen Daoka-Kern gefunden, als hätte ihn jemand absichtlich dort platziert. Die Frau vorhin. Vielleicht war das eine freundliche Geste von ihr. Ich glaube, sie will verhandeln. Verhandeln? Weißt du, wie viele Talaner die Eindringlinge allein während der letzten Monde umgekehrt haben? Ich gehe ihnen nicht mehr in die Falle. Was willst du von mir hören, Lias? Die Jots geben mir Visionen und ich weiß nicht, ob ich ihnen trauen kann. Danke für den Trip. Kannst du mir zeigen, wo ich Kurek finde? Der alte Bibliothekar? Er müsste in den Überresten der Danum-Bibliothek sein. Ich bin ihm nur einmal begegnet, nach dem Bombenangriff. Viel Glück mit ihm. Warte. Warum sollte ich Glück brauchen? Wirst schon sehen.
Ach, schön. Das ist jetzt die nächste neue Welt, die durch diese Tore ja, wie gesagt, verbunden sind. Alles auf demselben Planeten, aber eben weit voneinander entfernte Kontinente. Vier, wenn ich das richtig sehe, zumindest die vier Klassen, die man dann als normaler Talaner irgendwann aufgedrückt bekommt. Oh, das ist wie Halo. Man sieht links, könnte man lang, rechts könnte man lang. Rechts ist aber ein Panzer, ja, nicht so gut. Links sind die Hornets. Ja, dann kämpfen wir uns links erstmal hoch und gehen dann durch den Wald. Und dann von hinten mit dem Gewehrkolben, aber leider das falsche Spiel. Es sieht toll aus. Also hier ist offensichtlich Schweiz. Da ist auch, was ist denn das nochmal? Ist das vielleicht... Warte mal, auf der Karte... Ja, genau. Nee. Auch nicht. Ich dachte, das wäre hier irgendwie die Geschichte von vorhin, aber die wir auch schon da gesehen haben. Aber vielleicht ist auch das die heilige Stadt, ne? Naja, auf jeden Fall kann ich da nicht hin. Doch, da könnte ich aber hin. Doch, sowas in der Art haben wir ja gesehen. Okay, ich höre jetzt hier auf. Ihr wisst natürlich Bescheid. Gerne in Zukunft mal ein Like da lassen, Kommentare da lassen, ein Abo da lassen und den Montauk-Kanal abonnieren. Der wird auch immer voller. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das ist PC Outcast 2, Outcast A New Beginning. Das ist auf jeden Fall der zweite Teil. Und ich glaube, sie wollen den Leuten keine Angst machen, dass Leute denken, ich brauche den ersten. Sondern sie wollen halt einfach, dass man reinkommt. Und das kommt ihr. Es ist ein Spiel, was alles, finde ich, im Positiven ausreizt, was den Vorgänger eben so beliebt gemacht hat. Es gibt mehr Bewegung, bessere Kämpfe und viele Sachen wurden natürlich im Vergleich zum Original verbessert. Es sieht schöner aus, es sieht wunderschön aus. Ob einem das ganze Gerede liegt, muss man eben überlegen. Man muss es wissen, dass es ein Rollenspiel ist in dieser Form, also viel gesprochen wird und auch notwendig ist, um die Quest zu lösen. Okay, was muss ich tun? Du musst gar nichts mehr machen. Die anderen müssen abonnieren und einen Kommentar abgeben. Und dann müssen sie mir jetzt schnell sagen, wo sie hingeleitet werden wollen. Denn ich höre jetzt auf, denn es ist ja auch Wochenende. Und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe Hunger. Also, wo hauen wir euch hin? Wem folge ich? Wir haben Tarkov bei dem Denzel. Ich sehe ansonsten noch Soon. Da könnte man gerne mal wieder Leute vorbeischicken. Der freut sich natürlich auch immer. Spielejahr 2007 läuft gerade oder ist schon vorbei? Ach, es ist schon vorbei. Das war heute. Das beste Jahr war echt schwierig. 96, 98. Also 95 bis 98 waren die spielerisch und filmisch besten Jahre, an die ich mich erinnern kann. So, ihr wolltet ja schnell noch woanders hin. Ich schicke euch mal zu Denzel jetzt. Und allen anderen wünsche ich einen schönen Tag. Und wenn ihr jetzt das Video seht, viel Spaß mit einem potenziellen nächsten Teil. Ich habe hiermit jetzt nicht angekündigt, dass ich ein Let's Play mache, weil das Spiel schon sehr lang dauert. Ich mache es extrem abhängig von den Klicks, weil das echt ein Ding ist. Jetzt mit Tomb Raider auch noch, das sind vier große Spiele, die muss man ja auch erstmal machen. Ne? Morgen spielen Sia und ich Elden Ring Koop und Wirt und ich und Frodo, glaube ich, und noch ein, zwei andere spielen am Montag. Battlefield und noch ein paar andere Sachen. Das wird sehr cool. Ich habe sehr viele Spiele im Moment. Also, macht's euch rüber zu Denzel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, war schön mit euch. Bis dann. Zoink. Da haben wir sie weggeschickt. Ich habe euch alles gesagt. Guckt halt mal rein, schreibt mir mal, ob ihr mehr sehen wollt. Ich kann euch das Spiel empfehlen, es lohnt sich meiner Ansicht nach schon, das selbst zu spielen. Aber wir können auch durchaus nochmal ein weiteres Ründchen machen. Ich will es euch aber, wie gesagt, aus erklärten Gründen nicht versprechen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, seid nett zu euren Mitmenschen. Dann werden euch Türen geöffnet und Jetpacks angeschnallt. Bis dann. Fuck, dieser Jetpack, ne? Das passt gut zu Be Quiet, aber ich darf nicht spoilern. Ich war bei Be Quiet, wir haben da so einen richtig geilen Jetpack-Shit gemacht, aber ich darf nicht drüber reden. Kommt irgendwann, bis dann.